Bist du gemutet, Koali? Oh ja, Entschuldigung. Huhu, hier wieder mein Koali und zu einer neuen Runde Pen and Paper Rollenspiel. Wir spielen heute Chroniken der Engel und heute mit dabei, nach langer, langer Pause, der D-Rex als Daniel. Moment, ich muss mal suchen, wo er da. Da ist er. Hallo. Genau. Und Yamera spielt Liberiel. Einen wunderschönen guten Abend. Und Loki's Vibe spielt Lyriel. Abend. Und Feder spielt Zitariel. Hallo. Und last but not least spielt Hotne Inariel. Hallo. Ja, sehr schön. Gut. Ja, es ist ja schon eine ganze Weile her, seit wir das letzte Mal gespielt haben. Dank an die Firma mit dem großen Magenta-Tee, dass es so lange gedauert hat. Aber jetzt geht's wieder, hoffentlich. Falls irgendwas nicht vernünftig ist da draußen, irgendwie der Ton zu leise oder zu laut oder sonst irgendwas, bitte meldet euch. Im Chat könnt ihr uns Hinweise geben darauf, weil eben habt ihr schon schön gesagt, ich bin gemutet. Dankeschön. Und dann hat es ja Mera sofort entdeckt und weitergeleitet. Wir spielen Chroniken der Engel. Dieses ist ein postapokalyptisches Rollenspiel ohne Würfel, falls jemand hier gerade neu reinschaut. Wir spielen in Europa des 27. Jahrhunderts. Moment, Karte einmal kurz, zack. Das ist Europa. Sieht ein bisschen anders aus, als wir das gewohnt sind. Das hat den Grund, dass es mehrere Katastrophen gegeben hat, die die Welt heimgesucht haben und die Menschheit in eine Art mittelalterlichen Zustand zurückversetzt hat. Die einzige Quelle der Macht oder die einzige Struktur, die es für die Menschheit auf der Welt noch gibt, ist eine kirchliche Struktur. Es hat sich eine neue Kirche gegründet, die Angelitische Kirche. Und diese schützt die Menschheit nicht nur vor Unordnung, sondern auch vor den Auswüchsen des Herrn der Fliegen, eine teuflische Gestalt, die Traumsaatkreaturen gegen die Menschheit schickt. Das sind riesige insektoide Wesen, die nichts als Mord und Totschlag im Sinn haben. Und die Menschheit wäre denen hilflos ausgeliefert, gäbe es nicht einen leichten Lichtblick am Himmel, denn die Kirche verfügt über himmlische Streiter, nämlich richtige, wahrhaftige Engel. Und fünf davon seht ihr hier, unterteilt in verschiedene Engelsorden, die jeweils so ein bisschen ihren eigenen Flair haben. So ist Liberiel zum Beispiel ein Engel, der sich mit Wissen und Wissensbewahrung und so befasst. Daniel ist ein vom Kämpfer- und Todesengelorden. Zitariel ist mit den Michaeliten eine Engelsdame des Anführer- und Repräsentantenordens. Inariel ist ein Engel des Uriel und damit zuständig fürs Finden von Wegen und von Nahrung und für Tiere und alle möglichen Natursachen. Und Lyriel als Raphaelitin ist dafür zuständig, dass man dass Heilung und Gesundheit im Vordergrund steht. Also die klassischen Pen and Paper Abenteurerklassen sind alle vertreten. So, ja, und diese Engelschar hat schon einen weiten Weg hinter sich. Sie sind von Roma Aeterna, der Hauptstadt der Welt, nach Norden gezogen und mit dem Auftrag, was wir als Skandinavien kennen, das heißt da im 27. Jahrhundert Uriels Land, Raguels Land, und dort sollen sie eine Siedlung neu aufbauen. Beziehungsweise erstmal nachgucken, was denn da überhaupt ist, denn die Kanäle sind ein bisschen abgeschnitten.
Man weiß nicht mehr genau, was da passiert. Und das ist besonders erstaunlich, weil es ja früher noch einen sechsten Engelsorden dort gegeben hat, der präsent war, nämlich die Rago-Eliten. Das waren die Hüter der Technik. Und die sind völlig ausgelöscht worden durch das Fegefeuer des Herrn der Fliegen. Und seitdem ist dort Chaos anscheinend oben in Raguels Land. Und dem sollen unsere Engel hier zumindest einen Teil Einhalt gebieten. Ja, und auf dem Weg ist ziemlich viel passiert. Was da genau passiert ist, das könnt ihr alles nachlesen. Oder besser gesagt, wir können es nachlesen, weil wir haben ein hervorragend geführtes Google Doc. Dankeschön dafür nochmal. Und ihr könnt es nachschauen auf YouTube oder auch die letzten Folgen auch hier auf Twitch. Und wichtig zu wissen für euch, wenn ihr jetzt gerade neu einsteigt, ist nur, dass wir inzwischen in Raguels Land angekommen sind. Also die Gruppe ist angekommen. Und hat auch das Dorf Brüllheim gefunden, wo sie ja irgendwie hin wollten. Und da ist aber irgendwie, ja, sie haben irgendwie was, ich weiß gar nicht was genau, was die Engelschar erwartet hat, was da ist, wenn sie kommen. Auf jeden Fall war es nicht so feindselig, wie vielleicht einige denken könnten. Und Inaril hat sich unsichtbar, wie er das mal kann, halt ein bisschen näher mit der Stadt befasst oder mit dem Dorf, hat alte Ruinen um einen großen, breit gefächerten Turm erkundet und hat da mehr oder weniger nichts gefunden, außer einem merkwürdigen, ja, so einem Versammlungsort, wo ein merkwürdig verunstaltetes angelitische Kirchekreuz aufgemalt ist an der Wand. Und dann hat er doch noch etwas Erschreckendes festgestellt, nämlich, dass anscheinend Dorfbewohner mit Engelswaffen handeln. Und und wir müssten mal schauen, was heute die Engelsschar mit ihren Informationen, die Inaril zurückgebracht hat, denn so anstellt. Und ob sie das Dorf niederbrennen oder doch irgendwie andere Möglichkeiten finden. Ja. Vielleicht steigen wir irgendwie nochmal so irgendwie dabei ein, dass man irgendwie sich, man hat sich ja entschieden, ein bisschen abseits des Dorfes zu lagern. Und vielleicht steigen wir da nochmal in die Szenerie ein, wo ihr euch nochmal unterhalten könnt, was ihr denn jetzt genau machen wollt. Sie verkaufen wirklich Engelswaffen? Bist du dir sicher? Ja, ich habe sie gesehen. Ihr habt sie gesehen. Daniel hat sie identifiziert als diese, wie hast du sie genannt? Vibro-Lanzen. Ja, das ist die Ordenswaffe der Raguliten. Ich habe eine Zeichnung von ihnen gesehen, aber diese Dinger sehen ziemlich genauso aus. Können wir sie anfassen? Also, der Mensch wurde zurückgeschleudert. Wahrscheinlich ist es Gottes Schutz, der darauf liegt, aber... Dann können wir sie natürlich anfassen. Ich meine, Daniel, dein Schwert können wir auch anfassen, oder? Aber ich glaube nicht anzünden. Zumindest habe ich davon noch nicht gehört. Anzünden könnt ihr es nicht. Ich frage mich viel eher, wie sie daran kommen. Ich dachte, die Waffen der Raguliten wären mit ihrem Himmel untergegangen. Ja, das habe ich auch erst gedacht, aber... Dann haben sie den Himmel geplündert? Der liegt im Brandland. Ich denke, das ist nicht zu betreten. Genau, aber wenn sie das Brandland betreten hätten, dann dürften sie nicht mehr leben. Aber es heißt doch, dass manche Raguliten dem Fegefeuer entkommen sind, weil sie zum Beispiel noch im Auftrag unterwegs waren und gar nicht da, als der Himmel angegriffen wurde, oder... getroffen wurde. Vielleicht sind auch noch andere entkommen und haben sich anderen Orden angeschlossen. Das habe ich zumindest gelesen. Aber ihre Waffen würden sie doch niemals freiwillig zurücklassen. Ganz bestimmt nicht. Vielleicht waren manche schwer verletzt von dem Fegefeuer. Und die Waffen und ihre Überreste wurden nicht gefunden, beziehungsweise erst viel später, dann von den Menschen. Das
So oder so sollten wir sie nicht in ihren Händen lassen. Sie könnten sich verletzen. Ja, das haben sie. Inariel, warum hast du eigentlich zuerst versucht, den Menschen zu helfen? Ich hab dir gesagt, du sollst nach der Waffe gucken. Die Waffe ist auch noch später da. Ja, der Mensch auch. Naja, nicht zwangsweise. Was heißt denn hier? Lyrie weiß, was ich meine. Definitiv. Erst Menschen, dann Waffen. Ja, aus deiner Perspektive vielleicht schon. Sollte das nicht die Perspektive von jedem sein? Gut, Bücher kommen bei dir noch irgendwo dazwischen. Dazwischen? Zwischen was? Das bin ich mir nicht sicher. Zwischen noch mehr Büchern. Also gehen wir einfach hin. Und wie gesagt, ich denke, es wäre gut, wenn wir uns vorher ankündigen. Dann können sie sich schon mal freuen. Ja, sie werden beeindruckt sein. Welches Lied schlägst du denn vor? Ich schlage irgendein Choral vor, den jeder Engelsohn eigentlich kennen sollte. Hier eingefügt. In Ordnung. Dreh dich mal um, ich bürste die Rückseite deiner Flügel. Der blöde Wind hat sie doch ein bisschen durcheinander gebracht. Wir müssen auch gut aussehen, ja. Es ist immer noch so ein bisschen unangenehm, wenn andere Leute jetzt an meinem Flügel rumtatschen, vor allem, weil er ja jetzt gerade erst wieder heil ist. Aber okay, ich mach das mal. Es ist so, Es kitzelt! 100 behutsame gerade Striche. Pro Flügel. Das dauert noch ein bisschen. Mhm. Daniel, bist du soweit fertig? Wir könnten dir diese Hochsteckfrisur machen, die man dir im... Nicht? Ich glaube, sie mochte sie nicht. Na gut. Die war vollkommen unpraktisch. Und nicht angemessen. Was soll ich denn sagen? Hier so über die ausrasierten Seiten. Wenn ich mich richtig erinnere, hat Lyriel einen Undercut bekommen. Ich bin zufrieden. Obwohl hier nicht mehr so viel übrig ist, die Zöpfe sind aufgegangen. Ich kann dir neue flechten. Ich müsste meinen auch neu flechten. Dann lasst uns doch einfach noch ein... Ich glaube, das reicht jetzt. Ich bin noch nicht bei 100. Und dann kommt der andere Flügel noch dran. Ich schüttel die mal ein bisschen und drehe mich um. Vielleicht sollten wir uns dann einfach die Zeit nehmen, einander herzurichten. Und ich mache hier weiter und du gehst ihm die Haare flechten. Ja gut. Aber 100 Striche. Und auf die Rückseite der Flügel kommt man alleine so schlecht. Sag, wenn du Hilfe brauchst. Geh mal irgendwo anders hin. Das ist mir immer noch zu viel. Lass da. Das ist so. Dann geh ich rüber zu Inariel. Du meinst, du kriegst das wieder so hin? Ich werde es ausprobieren. Du hast die Bücher gar nicht gesehen, oder? Nein. Ich könnte nach einem Flechtbuch suchen gehen, aber das könnte etwas dauern. Ich glaube, das möchte Zitaria jetzt nicht. Du hast gesagt, wir sollen zu den Waffen. Dann sollten wir vielleicht auch uns ein bisschen beeilen. Ja, das ist ein gutes Argument. Dann fange ich mal an, dir so ein bisschen die Haare mit den Fingern aufzulösen, die Knoten rauszumachen und dir neue Zöpfe zu flechten. Tatsächlich kann sie das. Kriegt keine kunstvollen Frisuren hin, aber Franzosenzöpfe und normale Zöpfe kann sie. Also bekommst du jetzt zwei geflochtene Zöpfe an der Seite, die hier hinten in einen geraden Fischgrätenzopf runtergehen. Okay, also Liberie flechtet Zöpfe. Was machen, also bei wem ist alles? Jeder, der will. Ansonsten flüstere ich Inariel, wenn flüstert beim Flechten ins Ohr. Ich glaube, das Fliegen hat sie nicht genug abgelenkt. Ich glaube, sie ist immer noch ein bisschen geknickt. Ja, das war ja auch nicht einfach alles.
Aber das wird so wird es auf jeden Fall. Wir haben jetzt zu tun. Mhm. Und Gott möchte, dass wir hübsch sind. Ach so? Ja, sonst würden wir uns jetzt nicht herausputzen. Wir müssen ja Eindruck machen. Wir müssen die Kirche hier vertreten. Das stimmt. Da können wir nicht so gerupft aussehen. Dieser verdammte Wind. Das ist anstrengend bei Wind. Oder? Nein, überhaupt nicht. Die Böen sind gemein. Ja, aber man merkt die Flügel. Ja, das ist ja das Problem. Nein, das ist das Faszinierende daran. Fliegen ist nicht faszinierend. Oh, doch. Hm. Du kannst ja mal die Menschen fragen. Bleib dabei, Ramiliten brauchen keine Flügel, genauso wie die Saroiliten keine Flügel haben. Aber gut, Gott dafür hat uns haben sie Flügel geschaffen. Verzeih mir, Vater. Ich gelobe Besserung irgendwann. Ja, während du so nach oben guckst und um Vergebung bittest, huscht ein merkwürdig großer Vogel über die, so an den, von der einen Wolke in die andere. Über euch so Schäfchenwolken sind. Ziemlich weit hoch oben. Gibt's hier große Vögel? Also auf dem Boden sehe ich bisher keine großen Tiere. Vielleicht leben dann die großen Tiere im Himmel. Ich weiß es nicht, ich war noch nicht hier. Ich könnte sie rufen. Sieht man das Viech wieder auf der anderen Seite der Wolke auftauchen, oder? Ja, tatsächlich sogar im Sturzflug auf die Stadt zu. Und jetzt, wo du genauer hinkaukst, das ist kein Vogel. Inariel, ich drehe mal deinen Kopf, während ich so durch den Zopf habe, so mit deinem Zopf zieht in die Richtung. Was ist das da? Ich gehe davon aus, ich habe ja ziemlich gute Augen, ich habe gute, scharfe Sinne. Ja. Dass es ein Engel ist? Auf jeden Fall ist es ein geflügelter Mensch, ja. Und nicht nur das, sondern der ist umgeben von kleinen, fliegenden, keine Ahnung, Boxen? Kisten? Da! Wir müssen jetzt aufbrechen, da ist was. Da ist ein Engel? Aber hier sollen keine Star- Messer. Jetzt los! Stehen. Nein, jetzt ist egal. So eine Riesensträhne, die jetzt einfach so runterhängt. Ich flieg los. Ja. Er fliegt auf die Stadt zu, jetzt kommt! Kann ich die Situation so einschätzen, dass die kleinen Boxen ihn attackieren oder begleiten? Also fliegt der Engel vor den kleinen Boxen oder. Die umgeben ihn quasi. Also die fliegen auf der gleichen Höhe mit ihm mit. Okay, es sieht aber nicht so aus, als würden sie ihn angreifen. Also sie kollidieren nicht mit ihm, wenn du das meinst. Mhm. Der schlägt jetzt auch nicht nach denen oder sonst irgendwas. Okay. Dann würde ich Inariel erstmal zurückpfeifen. Inariel, warte! Ich bleib so ein bisschen in der Luft stehen. Warum? Sieh genau hin. Ja, natürlich. Ich flieg da mal wieder runter und schaue. Ich habe nicht den Eindruck, als würden sie ihn angreifen. Kannst du erkennen, was das für Boxen sind? Diese Frage gebe ich mal weiter. Wenn ich tatsächlich die Signumkräfte, erleuchtete Augen, damit kann ich ja sehr, sehr gut sehen. Ja, also für Inariel sieht es, also du hast sowas noch nie gesehen. Es ist halt irgendwie so wie kleine Schächtelchen, würdest du sagen, mit so Ausläufern so nach beiden Seiten, wo so Räder dran sind. Aber keine Ahnung, was das sein soll. So ein Schuhkarton groß. Ein Schuhkarton wirst du garantiert schon mal. Oder sowas in der Art. Also für euch jetzt Schuhkartongröße. Weiß nicht. Schuhkarton gibt's, glaube ich, nicht mehr. Nee. Aber eine kleine Boxen gibt es bestimmt irgendwo, so für, um Schmuck da rein zu tun oder sonst irgendwas. Ich gebe dieses
Bild an Citariel weiter. Also jedenfalls. Schieb das mal zu Daniel. Kannst du was damit anfangen? Da irgendwas während meiner Ausbildung mal in die Richtung gesehen, so verbotene Technologie, irgendwas. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Also ganz entfernt, ganz, ganz weit entfernt, wenn man es vergrößert, dann wäre das sowas Ähnliches wie die Flugscheiben von den Sarieliten. Aber die sind wesentlich größer. Die Sarieliten haben sowas, aber... Und die fliegen auch nicht alleine, die Flugscheiben. Größer und nicht selbstständig fliegend? Welchem Orden gehört er an? Genau, sie ist keinerlei bekannter Abzeichen. Keine Insignia, keine... Also sie ist Tätowierungen, das kannst du wohl mit deinem scharfen Auge sehen. Aber die bilden Muster, die du noch nicht gesehen hast. Keine Ahnung. Entfernt, wenn man es... Also du bist ja jetzt halt in der Bewegung, aber du hast halt super gute Augen. Entfernt vielleicht Raguels Tätowierung, wenn du tippen müsstest, weil das was anderes macht auch gar keinen Sinn hier. Liberiel, kennst du die? Wollen wir jetzt bitte auf ihn zugehen? Ja, ich würde mal sagen Abflug und wir würden... Inzwischen in der Stadt gelandet. Wir würden uns mal im Flug auf den Engel zubewegen. Wollen wir jetzt noch singen? Preiset den Herrn, denn er ist so freundlich. Ich denke, Liberiel ist so multitaskingfähig, dass sie gleichzeitig denken und singen kann. Wow. ich singe auch mit, obwohl ich mich auf das Anfliegen konzentriere. Ich krame erstmal in meinen Gedanken und vergleiche so Engelsbilder, die ich gesehen habe, und die Ordensbilder, die ich vor allem auch aus der Universität kenne. Da haben wir ja diesen großen Raum, von dem alle Pfade der Engelsorden abgehen. Ob mir daher die Tätowierungen irgendwie bekannt vorkommen, die Inariel uns da mit dem Gedankenkanal zeigt. Ob ich das zuordnen kann? Nee. Das müsste auch rein theoretisch ein ziemlich junger Engel sein, weil die Tätowierungen halt nur sehr unausgeprägt waren. Allerdings sah der viel, also der sah größer aus als ihr. Das passt nicht zusammen. Wie lange ist es her, dass der Himmel untergegangen ist, zerstört wurde? Na, so ein Jahrzehnt bestimmt. Ich weiß ja, dass Engel trotzdem, wie die Menschen größer werden, wachsen, sozusagen altern und wie die Engelsseelen mitreifen im Körper und mächtiger werden. Also im normalen Engelsleben ist halt, je größer der Engel wird, desto mehr reifen die Tätowierungen aus. Desto mehr Tätowierungen erscheinen auf der Haut. Wo haben wir unsere Tätowierungen für die Siegelkräfte bekommen? Die Signumkräfte, also die Tätowierungen dafür haben wir zu Anfang im Himmel bekommen. Aber die Siegelkräfte, wo haben wir die Tätowierungen bekommen? In Roma Aeterna. Dann würde ich ein Citariel weitergeben. Mir sagen die Tätowierungen nichts, aber naja, sie erinnern vielleicht vage an die von einem Raguiliten, aber bei der Größe des Engels müssten sie ausgeprägter sein, außer er hat sehr, sehr lange, seinen Himmel auf keinen Fall, aber irgendeinen anderen Himmel besucht, um neue Tätowierungen zu empfangen. Wir sollten auf jeden Fall wachsam bleiben. Man sagt, die Engel des Raguels seien deutlich mitgenommen durch den Verlust ihres Himmels. Dann würde ich halt weiter den Anflug anleiten und versuchen, den anderen Engel, jetzt da ich ihn sehen kann, zu kontaktieren. Ihn quasi über die Seele der Schar anzusprechen. Ja, du erhältst keine Antwort. Kann ich ihn denn spüren? Ein Rauschen im Wind, im Äther.
Also ich kann ihn auch nicht spüren. Also ich habe quasi keinen Punkto. Das ist sehr beunruhigend. Okay. Ich versuche mir mal diese Beunruhigung nicht so deutlich anmerken zu lassen, schieb aber Liberiel so unterm Tisch die Information zu, dass ich ihn nicht anpeilen kann. Dass er quasi nicht für die Seele der Schar existiert. Und dass ich von ihm keine Rückmeldung bekomme. Und dann würde ich halt weiter auf die Stadt zufliegen, wo der Engel gerade gelandet ist. Und mal beobachten, was da so passiert. Ja, die in die Stadtbewohner haben die singende Engelsschar natürlich beobachtet. Die Leute aus der Stadt haben natürlich die fliegende Engelsschar gesehen oder gehört spätestens. Und es ist ein bisschen Aufruhr. Also, aber auch nicht so, wie ihr es schon mal gesehen habt in anderen Dörfern oder sowas. Da ich ja ein böser, böser, misstrauischer Engel bin, möchte ich gucken, ob da unten gerade ein möglicher Angriff auf uns vorbereitet wird. Weil, wie gesagt, ich habe schon viel gesehen, vor allem was Menschen betrifft. Und ich bin da äußerst skeptisch. Woran erkennt Citariel denn, dass sie dass ein Angriff bevorsteht? Keine Ahnung, zieh mir mal eine Karte. Also ich würde sagen, was sie halt ist, wenn die Menschen, wenn zum Beispiel Frauen und Kinder in den Häusern versteckt werden, wenn hauptsächlich nur Männer sich auf der Straße befinden, wenn die Leute Dinge in der Hand haben, um Engel auf Abstand zu halten, also sowas wie lange Piken oder wenn irgendwer einen Bogen rausholt oder eine Schleuder, das wären schon mal auf jeden Fall Dinge, wo meine Alarmglocken glanzhell läuten würden. Und wenn sich herausstellen würde, dass es halt mehrere kleinere organisierte Gruppen gibt, also keine Ahnung, die halt, das Dorf wird sich bisher irgendwie verteidigt haben, auch gegen andere Leute. Und sobald ich da irgendwas Organisiertes sehe, Freiheitsentzug. Konflikt, genau. Sieht es nach Konflikt aus? Nach Katastrophe oder nach einer Störung oder Aufruhr, die wir hervorrufen? Dass man uns quasi nicht freundlich gegenüber gesinnt ist. Störung auf jeden Fall. Aufruhr könnte man auch irgendwie sagen. Ja, passt auch. Sowas wie Frauen und Kinder von der Straße ist in der Tat beobachtbar. Tatsächlich, ja. Waffen oder sonst irgendwie was kannst du allerdings nicht erkennen. Okay. Wie verhält sich der andere Engel? Ja, der ist in einem Gebäude verschwunden. Also in dem großen Gebäude, in dem Inariel dieses geköpfte Engelskreuz gesehen hat. Mhm. Ich würde mal Daniel unter der Hand anpingen, dass er bitte, bitte besonders wachsam sein soll, genauso wie Inariel. Dass sie vor allem auf unseren Rücken achten sollen. Nur für den Fall, dass wir hier in eine Stadt gelangen, die eventuell schon den Schrottbaron in die Hände gefallen ist. Ich glaube nicht. Ich glaube, Engel sind die nicht fremd. Dieser Engel oder andere kommen hier regelmäßig her. Ihr habt dieses Symbol. Ja, natürlich. Ihr habt das Symbol gesehen von der Kirche, nur halt ohne Kopf. Ist das den geköpften Engel jetzt nicht vertrauenserweckend? Nein, ist es nicht. Also vielleicht wussten sie es nur nicht besser und haben es falsch aufgemalt, aber... Aber vielleicht fehlt der Kopf der Kirche fehlt. Ich lasse mich ein bisschen zurückfallen, ein bisschen höher und ich möchte auch mal... Ja, wenn er tatsächlich so ein bisschen durch die Wolken geflogen ist, mache ich das auch. Ich fliege ein bisschen höher über die Wolken, um mal zu schauen, ob da vielleicht noch andere kommen. Nee, ein bisschen. Hier in der Umgebung siehst du jetzt gerade auch mit dem geschärften Blick. Also du kannst sehr weit gucken jetzt, wenn du so hoch fliegst, aber du siehst jetzt am Horizont oder so irgendwo in der Nähe keine weiteren engelsverdächtigen Kreaturen. Okay. Ja, Daniel würde, während dann Inariel wahrscheinlich so mehr so den Blick nach oben schwenken lässt, nochmal so schauen, was unterhalb so alles abgeht. Daniel hat ja so diverse vorsinnflutliche Dinge in seinem Turm schon mal gesehen und gucken, ob der da irgendwas wiedererkennt, was ihm da nicht koscher vorkommt.
Was kommt ihm denn? Also was wäre für Daniel nicht koscher? Ja, ja, Technologie, die einfach nicht mit der Kirche vereinbar ist, das mit diesen fliegenden Kartons, das hat ihn ja jetzt schon ein bisschen misstrauisch gemacht, weil die sind irgendwie wie das von den Sarieliten, nur anders. Wenn da irgendwas ist, was ihm vielleicht bekannt, aber doch unbekannt vorkommt. So auf den ersten Blick kannst du hier keine verdächtige Technologie oder so erkennen. Also was man euch ja beigebracht hat, wären irgendwie Flakgeschütze oder sonst irgendwie solche ja. Sachen. Aber nee, sowas gibt's die zumindest nicht. Zumindest schon mal keine Belagerungswaffen. Nee. Ich würde gerne die Menschen im Auge behalten, was sie tun unten. Ich würde mit Prophet runterschauen und versuchen, mit meinem analytischen Hirn die Bewegungsmuster, ob sie in bestimmte Richtungen streben, ob sie bestimmte Häuser ansteuern und ob es Architektur gibt, die speziell für Verteidigungsanlagen oder Schutzeinrichtungen, die wehrhafter gebaut sind, mir anschauen möchte, gucken, wohin sich die Ereignisse hier entwickeln können unter uns, ob nun in kämpferische, in fluchtartige oder ob sie ein Willkommen vorbereiten, sich irgendwo sammeln, um uns zu begrüßen oder so etwas. Ein Prophet würde mir die Wahrscheinlichkeiten der Ereignisse, was am wahrscheinlichsten eintrifft, verraten. Und diese Überlegungen übermittle ich natürlich auch an Cetariel, die mitkriegt, dass ich anfange, unten die Bewegungsmuster, die Strukturen zu analysieren. Gerade auch in Gedenken an den Ramieliten, also dieses kurze Bild von ihm wird durch Liberiels Gedanken huschen und wie er die Lage unter sich wirklich auch die Landschaft von seiner Beschaffenheit, was nützlich ist, diese Gedanken huschen kurz durch. Und mit dieser Erinnerung schaut sie sich auch die Aufteilung der Stadt an. Ja, das dominanteste Gebäude der Stadt ist dieses große, dieser eingefallene breite Turm mit den angrenzenden Gebäudestrukturen, die viel Beton und tatsächlich auch Eisen aufzeigen. In anderen Städten Europas, die Liberiel schon irgendwie zumindest irgendwie gehört oder gesehen hat, hätte man schon längst das Eisen irgendwo anders abgetragen und irgendwo anders hin verwendet oder so. Hier scheinen die das noch irgendwie zu benutzen auf irgendeine Art und Weise. Und von den Bewegungsstrukturen der Leute her würdest du jetzt nicht auf irgendeine Versammlung oder so schließen. Irgendwie die Bewegungsstrukturen ist eher so eine Art Vorsicht. Aber keine arghöhnische Vorsicht, sondern eher so, oh, da ist was Ungewohntes. Aber jetzt auch nichts so ungewohnt, dass wir jetzt alle schreiend durch die Gegend laufen. Okay. Okay. Streben auch nicht irgendwelchen potenziellen Schutzräumlichkeiten zu vermehrt. Ja, wie gesagt, Männer schicken Frauen und Kinder in die Häuser. Das ist schon zu sehen. Das hatte Daniel ja auch schon, Inarin und Daniel hatten das beide, glaube ich, schon beobachtet. Und ansonsten sucht man auch irgendwie Plätze, wo halt die nach oben hin halt abgegrenzt sind. So, als wäre so klar, wenn halt irgendwelche Raubtiere aus der Luft angreifen, ne, sucht man sich auch irgendwelche Sachen, wo man nach oben halt ein bisschen geschützter ist. Das schon. Also anscheinend wissen die nicht genau, wie sie euch einzuschätzen haben und sind erstmal vorsichtig. Aber man holt jetzt auch nicht irgendwie Heugabeln, Mistgabeln, Fackeln oder sonst irgendwas raus, oder Bögen, um euch anzugreifen oder sonst irgendwie. Es sind keine Sirenen oder Trommeln oder Tröten oder Hörner oder sonst irgendwas, was irgendwie Warnsignale geben würde, was bei einem normalen Angriffsmuster oder sowas ja wahrscheinlich passieren würde in der Stadt. Auch keine Lichtsignale oder so. Bei Cetariel an, dass die Wahrscheinlichkeit für einen Angriff ziemlich gering ist. Sie geht vor uns in Deckung, was untypisch ist. Normalerweise, wenn andere Menschen einen Engel sehen, kommen sie alle angerannt und starren und gucken.
und zeigen. Und die hier verhalten sich eher defensiv und suchen Schutz vor uns. Ja, also das kann man schon beobachten, dass die halt nicht diese übliche Unterwerfung haben, die Menschen normalerweise haben, wenn sie Engel sehen. Gut. Ich nehme an, wir landen dann irgendwann. Wo denn genau? Soll ich bei euch bleiben, Zitarie, oder soll ich mich auf einem Dach postieren? Von da aus sehe ich mehr. Bleib ruhig oben. Gut. Liberia, würdest du übersetzen? Ja, natürlich. Wir würden mal irgendwo in so einem großen Platz, keine Ahnung, vor dem Turm mit dem geköpften Engel oder so. ja. Hören wir irgendwas an Sprache herauf? Wen sprechen Sie das Kommen, dass wir auch, dass auch sonst überall gesprochen wird? Oder ist hier irgendwas anderes an Sprachgemisch drin? Ja, Sie sprechen eine Abart des Kommen, also man kann es verstehen, wenn man kommen kann. Ja. Also es ist wahrscheinlich irgendein lokaler Dialekt, aber ja, Kommen. Okay. Ja, dann lande ich neben Zitariel und bleib so einen halben Schritt seitlich hinter ihr stehen. Ja, ich würde halt anfangen zu sprechen, aber in Latein. Und dann wird Iberia das übersetzen und ich würde etwas sagen wie, seid gegrüßt, ihr Menschen Brulheims, und fürchtet euch nicht. Roma Interna hat uns entsandt, um euch in dieser schweren Stunde nach dem Verlust des Himmels beizustehen. Jetzt ist ja Mera gemutet. Nee. Nein, ich sage gar nicht wirklich was, sondern ich mache nur die Bewegung. Sie übersetzt. Ach so, okay. Genau. Ich möchte bitte mit Babylons Sprache in ihrem Dialekt übersetzen, um das Vertrauen zu wecken. Ja. Ja, es dauert eine Weile, bis sich so eine kleine Menschenansammlung um euch herum schart. Sie vorsichtig erstmal gucken. Und dann treten irgendwie aus dem großen Gebäude, wo der geköpfte Engel drin war, treten mehrere Gestalten irgendwie zu der Menge hinzu. die sind... Zwei von denen sind sehr groß, also überragen für die größten Leute der Menge um einen Kopf oder zwei sogar. Und für euch sind die natürlich noch umso größer, weil ihr seid ja noch irgendwie Heranwachsende. Und bei den beiden großen Gestalten ist eine Frau, die etwas kleiner ist, aber auch noch auf der, also wenn sie unter den Leuten stehen würde, auch herausragen würde, vielleicht so auf allergrößter Größe mit den größten Männern, die da sind. Und tatsächlich der Engel, den ihr gesehen habt, mit angelegten Flügeln. Ergreifen Sie das Wort? Kommen näher und die Frau fängt an zu sprechen. Willkommen in Brülheim. Ich übersetze auch in die entgegengesetzte Richtung für Zitariel. Ja, dann würde ich mich an Sie wenden, da sie ja offensichtlich die Wortführerin ist. Dann sage ich, Gottes Segen mit dir. Mein Name ist Zitariel. Ich bin die Anführerin dieser Schar. Wir wurden aus Roma Aeterna hierher gesandt, um dieses Land und euch zu beschützen gegen die Mächte des Herrn der Fliegen. Liberia übersetzt. Und dann antwortet die Frau in gebrochenem, aber schon passablen Latein.
Dankeschön. Wollt ihr bleiben? Dafür hat man uns gesandt. Wie ich sehe, gibt es hier einiges zu tun. An eurer Kirche fehlt der Kopf des Engels. Schaust in eine fragenden... Nein, 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 das ist nicht richtig. Würdet ihr das genauer erklären? Wenn ihr schon darin wart, habt ihr das Zeichen gesehen und haltet es für ein Engelskreuz, nicht wahr? Ich nicke mal. Das ist kein Engelskreuz. Ich spreche in Gedanken zu Zitari, sieht aber genauso aus. Ein Nicken von Richtung Liberiel, auch tatsächlich ein physisches. Mhm. Ja, der Engel beginnt zu sprechen, in Kommen, und sagt dann, es ist eine große Geste von Roma Aeterna, euch zu schicken. Aber wir benötigen keinen Schutz. Ich übersetze. Ja, ich guck den Engel an. Und du bist Bruder? Sverre. Welchem Orden gehörst du an? Keinem. Das ist äußerst ungewöhnlich. Ist das erlaubt? Nein! Wie kamst du auf die Erde, wenn du keinem Orden angehörst? Ich denke, das sollten wir nicht vor hier draußen diskutieren. Wieso kann ich dich nicht spüren? Frage ich ihn auf Latein. Das weiß ich nicht. Kann dich auch nicht spüren. Wahrscheinlich, weil wir 20 Meter auseinander stehen und ich dir schon rufen muss. Soll ich mal kommen und dann können wir das gerne... Man sieht so ein riesiges Fragezeichen, was gerade durch den Gruppenchat war, aber so nach dem Motto, will er mich verarschen? Oder was zur Hölle passiert hier gerade? Er macht Anstalten, nach vorne zu treten und die Frau hält ihn so zurück. Nun gut, Bruder, wenn du meinst, dieses Gespräch für die Ohren der Menschen bestimmt ist, möchte ich dem zustimmen. Dann lass uns doch einen kleinen Rundflug unternehmen. Ich übersetze weiter. Sie sollen einfach denken, dass Citariel das Kommen nicht mächtig ist und deswegen übersetze ich die ganze Zeit immer weiter. Die Frau meint dann so, es hat eine lange Reise hinter sich und ist erschöpft. Ich denke nicht, dass er ein Flug gerade nützlich für ihn ist. Nun, es wäre kein großer Flug. Wir wollen uns nur einmal die Umgebung ansehen und ich denke, er wäre der Richtige, uns zu zeigen, womit wir es hier zu tun haben. Mit zu tun haben? Ja. Was erwartet ihr denn? Nun, wir kennen das Umland noch nicht. Und da er hier offensichtlich beheimatet ist, wäre er ein guter Führer. Erst nochmal meine Gabe. Ich würde gerne die Stimme einsetzen, um mein Angebot viel verlockender für sie klingen zu lassen. Also, dass wir halt wirklich nur daran interessiert sind, mal mit ihm zu reden und wirklich harmlos. Und wir freuen uns quasi, wenn er uns etwas herumführen würde. Und das wäre sehr, sehr hilfreich, wirklich. Nun gut. Ich denke, für weitere Gespräche dürft ihr gerne sofort in den Versammlungsort kommen. Wir wollen die anderen ja nicht zu aufregen und ihren Tagwerken keinen Abbruch leisten. Man spürt
deutliches Unbehagen von Citarie, sich in einen Raum mit Dach zu begeben. Wir sind bei dir. Aber du könntest sie fragen, ob sie nur zu dritt sind. Es sind jetzt vier, ne? Also Engel so, und noch die drei großen Personen. Okay. Ich werde mal meine Konversation mit Daniel so mit die anderen unbedingt mitbekommen und mir das Dach mal ansehen und ihn fragen, wie schnell er das im Zweifelsfall kleinkriegt, nur für den Fall. Welches Material ist das Dach denn? Beton. Das ist ein Flachdach. Kommst du... Ja. Kommt drauf an, wie das gebaut ist. Wenn es eins von den... Wenn so ein Gebäude aus der Vorsintflut ist, kann da im Beton noch Sachen drin sein, die das erschweren, aber du bist ziemlich zuversichtlich, dass du im Notfall da durchbrechen kannst. Im Notfall kriege ich das hin. Kommt drauf an, wie alt das ist. Den Gedankenkanal kommt von Liberiel. Obwohl, sprichst du das alleine mit ihm ab? Oder ich habe das extra ein bisschen rausgezogen, damit ihr das nicht so bekommt. Dann kann ich darauf nicht antworten. Ist in Ordnung. Ja. Ich würde mal nicken, nachdem Liberiel mir natürlich das Angebot übersetzt hat und halt so eine Handbewegung machen, geht voran. Aber man spürt halt dieses deutliche Unbewusstsein. Also wenn Citariel eine Katze wäre, würde sich ihr ganzes Fell sträuben, dass sie da jetzt reingehen muss. Also das Angebot war ja, der fliegt mit euch mit. Und wenn ihr dann drüber hinaus noch was bereden wollt, dann könnt ihr das in den Versammlungsraum machen. Das war das okay, Angebot. Okay, das habe ich nicht so verstanden. Gut, ja, dann würde ich halt sagen, ja, das ist ein faires Angebot. Und wir kommen darauf zu. Gut, dann dreht sich die Frau zu dem Sphäre um und meint dann, bis nachher. Sei vorsichtig. Dann würde ich ihm bedeuten, dass er möge voranfliegen. Wohin denn? Da, wo du denkst, dass eine Rundschau durch die Umgebung angemessen beginnt. Stößt sich vom Boden ab und fliegt erstmal nach oben und Richtung von dem Turm. Und lässt sich dann oben auf der Kante von dem Turm nieder. Dann mal hinterher. Hockt dann da auf dem Sims quasi, auf der Kante des Turms. Und man kann von hier oben schon ziemlich rund gucken, weil der ist sehr hoch, von überall einsehbar. Kannst über die Wälder gucken. Wird über den Gruppenkanal mal ein relativ menschliches Vorgehen für die Begrüßung vorschlagen, dass wir ihnen nämlich alle die Hand geben, mit der Bitte an Lyriel, dass sie doch bitte mal, ob es ihm gut geht, weil ich ihn halt überhaupt nicht auf dem Radar habe, was mehr als merkwürdig ist. Und wenn wir dann oben sind, würde ich neben ihm landen und ihm quasi die Hand anbieten und sagen, ich bin Citariel, und dann deute ich auf Liberiel, die hoffentlich drauf einsteigt. Ich reiche ihm... Während wir hochfliegen, ploppt immer wieder von ihrer Seite Fragen auf. Sie ist schon im Kopf, eine Liste mit Fragen aufzustellen. Wenn sie ihm die Hand gibt, bricht diese Liste ab und stattdessen aktiviere ich das achte Gebot, um Wahrheit und Lüge in seinen Aussagen überprüfen zu können. Mhm. Und reiche ihm dann sehr freudestrahlend die Hand. Hallo, ich bin Liberiel, Engel der Ramieliten. Es freut mich, dich kennenzulernen. Sphäre. Sphäre Bjerke. Sphäre Bjerke. Gut, dass du das weißt. Sehr interessant. Du weißt deinen Namen doch auch. Ja. Aber die wenigsten wissen, wie man ihn auch schreibt. Das ist auch gut so, oder? Mhm. Oh, der nächste will natürlich.
Ich mache Platz. Inariel. Svere. Hallo Svere. Hallo Inariel. Ich platter mal ein bisschen weg, damit ich Lyriel ranlasse. Ja, ich dann auch. Hallo Svere, ich bin Lyriel und nehme ihm damit die Verlegenheit, nochmal seinen Namen sagen zu müssen. Reiche ihm die Hand und wende dann natürlich das sehende Auge an. War ich sehr gespannt. Was schaust du denn? Ich hätte es gerade gern selber abonnieren. Egal. Vor allem schaue ich, ich würde irgendwie zum Beispiel bei den Tätowierungen zum Beispiel, die interessieren mich, ob ich da irgendwas merken kann, quasi warum die so sind, wie sie sind. Und ansonsten, normalerweise kann man ja an einem Körper auch, oder ich weiß nicht, ob das sehende Auge das kann, quasi so erspüren, wie alt jemand ist. Das würde mich noch interessieren. Ansonsten, du schätzt ihn vom Aussehen her auf Mitte 20 vielleicht, Anfang Mitte 20. Was hast du gerade noch gesagt? Tätowierungen vor allem. Genau, Tätowierungen. Warum die so nicht stärker geworden sind sozusagen. Ja, schwierig zu sagen. Also generell ist ja relativ wenig auch dir selbst nur bekannt über die Tätowierung. Die werden halt durch die Weihen, wenn die Engel älter werden, automatisch bilden die sich weiter aus. Weiß ich nicht. Also ich glaube, das würde Lyriel, glaube ich, nicht vernünftig einsehen können. Ja, okay. Ne, alles gut. Das ist, ansonsten. Ja gut, wahrscheinlich wird er ein bisschen Erschöpfungserscheinungen zeigen, ne? Aber ob er sonst halt... Ja, wenn du sonst noch an Gesundheitszustand irgendwie das mit quasi mit diesem internen Blick quasi durch den Körper durchfasst, wirst du sehen, dass der äußerst nah am Tode ist, weil der mehrere innere Verletzungen hat. Also die inneren Organe sind fast alle... die Nieren, das Herz, die Lunge, die sind alle sehr angefressen durch einen Krebs oder sowas, oder Geschwulste. Also ich weiß nicht, ob Lyrie wird den Begriff Krebs wahrscheinlich nicht kennen, aber Mutationen oder so Geschwulste oder sowas wirst du auf jeden Fall kennen. Metastasen. Ja, ich erstmal. Also das Lächeln fällt mir jetzt schwer. Ich vergesse auch fast zur Seite zu treten für Daniel und würde das halt an Zitare weitergeben. Das Zweite, was du noch sehen kannst, ist, dass der Metabolismus des von Svere sehr schnell ist. Also das Blut pumpt wahnsinnig, also der Blutdruck ist ziemlich hoch, pumpt mit wahnsinniger Geschwindigkeit durch die Adern. Und alles in dem Körper wehrt sich gegen diesen Verfall der Organe quasi. Kann ich einschätzen, ob ich da was dran machen kann? Also ob ich ihn quasi heilen könnte? Oder wäre das quasi Also dafür hältst du es für zu fortgeschritten. Also du könntest wohl hier und da, Frage ist halt, wie es danach wieder aussieht, ob das zurückkehrt oder nicht. Mit genügend Zeit und mit genügend Kraft von dir selber könnte man das garantiert irgendwie auch hinauszögern, ja. Aber du hast das in dem Ausmaß auch noch nie gesehen. Also du hast wohl schon mal irgendwie menschliche Körper oder so gesehen, die von so diesem Symptom halt befallen waren. Aber die sind dann halt entweder relativ schnell auch gestorben oder dann war das halt ein Organ, was befallen war oder so. Und bei dem ist es halt alles. Vom Knochen angefangen über die ganzen Organe
in zum ganzen Nervensystem, alles ist befallen. Okay. Ja, wie gesagt, also ich lächle und mir schwer fallen. Ich würde Daniel Platz machen und mich gleichzeitig so ein bisschen hinter ihm verstecken, so nach dem Motto, so, Scheiße. Also dann halt quasi Gesichtsausdruck fallen lassen, sobald er mich nicht mehr sehen kann, weil wir stehen da ja auf einem ziemlich oder recht dünnen Rand, dann passt das ja. Und quasi sind er dann jetzt so und halt dann so gedanklich an Zitariel, der macht's nicht mehr lange. Also ich könnte ihm helfen, ich werde ihm helfen müssen, aber also der ganze Körper würde ihm das jetzt so zu sagen? Der ganze Körper funktioniert nur noch, weil sich anscheinend irgendwie so die inneren Engelskräfte dagegen sträuben. Das würdest du jetzt so diagnostizieren und ihn am Leben halten. Also, ui. Also wenn er ein Mensch wäre, wäre er jetzt schon 5-mal tot. Das ist wirklich beachtlich, dass er hier noch steht. Könnte das mit seinem Alter zusammenhängen? Du weißt, diese Körper sind uns nur auf bestimmte Zeit geliehen. Könnte. Ihr kennt doch keinen Engel, der so alt ist. Ja. Ja. Das kann sein. Ja, das ist mal eine gute Frage, so allgemein. Auch in den Himmeln bisher. Wie alt werden Engel? Was sind so die ältesten Engel, die ich kennengelernt habe? Ja, schwer nach Alter zu fragen, irgendwie. Aber so vom Aussehen her sind die ältesten Engel nicht vielleicht 3, 4, 5 Jahre älter als ihr. Okay. So, die ihr schon mal gesehen habt. Aber das waren dann auch wirklich schon sehr alte. Die meisten sind so in eurem Alter. Oder jünger. Ich lasse auf jeden Fall noch Daniel ran. Wenn Daniel dann die Hand reicht und seinen Namen sagt, würde er mal so ein bisschen fester zugreifen, weil er so der ganzen Situation eh gerade ein bisschen misstraut, weil irgendwas stimmt hier nicht. Einfach mal, um zu sehen, wie der in der Lage ist, physisch irgendwo mitzugehen. Nein. Ja, und der zieht dann sehr schnell die Hand zurück. Au! Entschuldigung, Gewohnheit. Schon gut. Knopf Daniel in den Rücken. Mach das doch nicht. Ich sammle erstmal nur alles im Hive quasi und würde dann in einem dezenten Plauderton fortfahren. Nun, Sverre, wie lange beschützt du dieses Dorf schon? Seit ich denken kann. Wie viele Jahre ist das her, seit du begonnen hast, hier zu existieren? Weiß nicht, ich zähle die Jahre nicht. Sollte man? Du sagtest, du bist nie in einem Himmel gewesen. Nicht, dass ich mich erinnern würde. Aber ich bin schon ziemlich hoch geflogen. Aber den Himmel habe ich nie erreicht. Wenn er kommen spricht, übersetze ich immer noch. Ja, spricht kommen, spricht kein Latein. Wie bist du dann auf die Erde gekommen? Weiß ich nicht. Was ist deine Jeder erste andere Erde? Auch? Habe ich mich noch nie gefragt. Was ist deine erste Erinnerung? Das Spielen auf der Wiese, glaube ich. Ich hatte so einen großen Reifen. Du. Bist also hier. Aufgewachsen. Ja. Und du warst nie in einer Schar.
Das ist eine Schar. Vier. Ach so. Nee. Meine Mutter war, glaube ich, mal in einer Schar. Mutter? Große Augen, ja, ja. Platz ist aus mir raus. Dann hat man in Liberiel, die so gedanklich ihr Wörterbuch durchblättert. Habe ich das gerade richtig übersetzt? Verstanden? Ah! Nurel hält sich kurz an Daniels Gürtel fest. Was? Hab ich was Falsches gesagt? Du behauptest, du hast eine Mutter. Ihr nicht? Wir haben keine Mutter, wir haben nur einen Vater. Wie soll das denn gehen? Nun, wir kommen aus dem Himmel, von Gott. Er sendet uns hier auf die Erde, damit wir sein Werk vollbringen und die Menschen gegen die in der Fliegen verteidigen. Aha. Und wer ist dieser Herr der Fliegen? Ich werfe Liberiel einen langen Blick zu, während sie das übersetzt. Nach dem Motto, möchtest du oder soll ich? Ich bin gerade nur deine Übersetzerin. Mhm. Ich glaube, meine Erklärung würde einige Stunden, naja, vielleicht auch nicht dauern, aber... Kapitel, der Herr der Fliegen. Du siehst so, wie ein imaginäres Buch aufgeschlagen wird. Okay. Mit den Sünden, die einen auf den Pfad des Herrn der Fliegen führen und welche Versuchungen er und woran man sie erkennt und wie er ein Antagonist ist und Gegenpart zu unserem Vater. Ich gucke es wäre lang. Nun, der Herr der Fliege ist derjenige, der die Traumsatzkreaturen auf diese Welt bringt. Tod und Verfall. Er ist dafür verantwortlich, dass es das Brandland gibt. Und die Fegefeuer. Ah. Okay. Das ist ja dann gut, dass ihr hier seid, weil das Brandland ist ja ziemlich nah. Es ist auch gut, dass du hier bist. Denn du bist auch ein Engel des Herrn. Es wäre, auch wenn du anscheinend eine Art verlorenen Sohn darstellst. Naja, zumindest sehe ich genauso aus wie ihr. Auch wenn ich älter bin. Warum haben die aus Rumaltana keine Erwachsenen geschickt? Es gibt keine erwachsenen Engel. Warum nicht? Uns wurde diese Gestalt gegeben, damit wir harmlos wirken. Unsere wahre Gestalt ist zu schrecklich für die Menschen. Sie würden darin vergehen. Guckt dann sich runter. Ich sage auch so den Gedanken, naja, so schrecklich sieht er gar nicht aus. Erinnere ihn Ariel mal an die Szene, wo ich den Engel habe raushängen lassen. In der Höhle. So ganz leicht, so. Wir wollen ja niemanden triggern. Das ist nicht deine wahre Gestalt, Sverrel. Nicht? Nein. Dies ist nur der Körper, der dir gegeben wurde. Okay. Ich fand den immer ganz gut. Ich bin der Einzige mit Flügeln hier. Das liegt daran, dass du ein Engel bist und kein Mensch. Was uns zu einem nun schwierigen Punkt bringt, da du niemals Teil eines Himmels warst oder einer Schar. Dementsprechend
Nun, es wäre, unsere Zeit hier auf der Erde ist begrenzt. Unsere Seelen sind zu stark für diese Körper, die man uns geliehen hat. Und sie vergehen, je älter wir werden. Auch das ist ein Grund, warum es keine Erwachsenenengel gibt. Wir sind zu stark irgendwann. Unsere Körper zerfallen. Mhm. Wie geht es dir? Danke, ganz gut, glaube ich. Das glaube ich nicht. Wie immer. Das glaube ich schon eher. Ich lass mal Lyriel ein Stückchen vortreten. Ja, ich weiß nicht, also ich sag's mal so, so wie es in deinem Körper aussieht, müsste es dir ganz, ganz schrecklich mies gehen. Ich könnte dir da helfen. Woher weißt du, wie es in meinem Körper aussieht? Naja, das sind die Kräfte, die mir von Gott verliehen wurden. Ich kann ja, ich kann schauen, wie es anderen geht, und ich kann ihnen helfen und sie heilen. Das ist praktisch. Das kann man so sagen. Ja. Kannst du auch dem alten Ole helfen? Bestimmt. Der kann nur noch am Stock gehen. Gibt es mehrere Möglichkeiten, warum das so ist. Aber der braucht das denn sicher besser als ich. Glaube ich nicht. Ich kann auch ohne Stock gehen. Ja, das liegt aber nur an deinen Engelskräften. Wenn du an der Stelle vom alten Ode wärst, dann, naja, ich guck kurz runter, sehe ich irgendwo einen Friedhof? Ja, bestimmt. Ja, dann würde ich darauf sagen, dann wärst du schon längst da. Das ist aber jetzt kein schönes Gesprächsthema. Ich weiß, es tut mir auch leid, aber es ist so. Aber mit einigen Behandlungen, ich könnte es auf jeden Fall noch rauszögern. Ich weiß aber nicht, wie lange. Und was macht man dann so? Meinst du die Behandlungen, oder? Mhm. Keine Spritzen. Die mag ich nicht. Nein. Ist die Frage, müsste ich dafür quasi operieren? Bei so heftigen Geschwüren wahrscheinlich, oder? Also ich müsste eventuell... Aber ich könnte ohne Spritzen... Jedenfalls, ich müsste ein wenig operieren und ansonsten hauptsächlich Hand auflegen. Das klingt jetzt nicht so übel. Ja, auf jeden Fall besser, als den Körper langsam zerfallen zu lassen. Ich erinnere Lyriel mal daran, dass das unaufhaltbar ist. Ja. Wie dem Ende neigt. Von Liberiel kommt auch, sollte man ihn da nicht zu Vater schicken? Er ist schon viel zu lange hier. Entschuldige mich kurz. Vielleicht haben die anderen bessere Gesprächsthemen, und sie wendet sich ab und und dann kommt im Gedankenkanal, wenn du das für die bessere Möglichkeit hältst, dann kannst du dich ja jetzt gerne vor ihn stellen und ihm dein kleines Messerchen ins Herz rammen. Ich werde das nicht tun. Ich werde dafür sorgen, dass er weniger leidet. Wie nett. Ich glaube, das ist nicht meine Aufgabe. Man hat so ein Gefühl von, ja, ja, schon gut, alles, was du sagst. Alle gucken zu Daniel. Genau. Daniel, soll ich? Nein! Aus Böse! Moment, wartet! Viel zu schnell! Daryl reimt sich die Nasenwurzel. Das ist ja alles hier gerade ein bisschen zu viel.
kommt dieses Gefühl über den Gedankenkanal von, es ist zu viel? Ja, so ein bisschen. Das ist so ein bisschen so, irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht. Mein Bauchgefühl sagt mir, irgendwas ist absolut falsch. Warum ist dieser Engel ohne Himmel auf die Welt gekommen? Warum behauptet er, er hat eine Mutter? Warum ist er überhaupt noch hier? Warum hat er keine Schar gehabt? Warum wissen wir davon nichts? What the fuck? Was sagen denn eigentlich Liberiel, ihre Sinne? Alles, was er sagt, das glaubt er auch und er ist wahr aus seiner Sicht, ja? Ja. Du könntest dich mal fragen, wo seine Mutter ist. Will ich das wissen? Lebt deine Mutter noch hier? Mhm. Ich muss gerade mal die große Traumsaat-Kreatur da hinten abwarten, die an meinem Fenster vorbeifährt. Mutter und Vater sind im Krankenhaus. Denen geht's nicht besonders gut. Habe ich überhaupt alte Menschen auf der Straße gesehen? Ja, einige. Okay. Gut. Es wäre zu freundlich, wenn du uns später einmal bekannt machen würdest. Vielleicht können wir ihnen helfen. Dann müssen wir erst Rosalie fragen, weil das wohl nicht so einfach ist, da zu Besuch zu kommen, ohne ihren Zustand zu verschlimmern. Nun, wir sind Engel des Herrn. Wir können bewirken, was Menschen nicht können. Ja. Sie da kann ja Hand auflegen und den alten Ole retten. Und dann kannst du auch Mama und Papa retten? Eltern. Dafür muss ich sie erst sehen, um das zu beurteilen. Aber du könntest. Wahrscheinlich. Dann sollten wir keine Zeit hier verplempern. Und du sagst, du wurdest als Engel von einer Frau geboren. Funktioniert doch so, oder nicht? Nicht wirklich. Keine Ahnung. Deine erste Erinnerung. Ja? Da warst du aber schon ein Engel, ja? Schätze ich. Was soll ich denn sonst gewesen sein? Ein Hund? Hattest du schon Flügel? Das ist vielleicht die Frage, die einfacher zu beantworten ist. Was soll denn sonst gehabt haben? Genau. Ich erinnere mal an die Stümpfe. Wie groß warst du dann? Und hat dir manchmal der Rücken weh getan? Mir tut ständig der Rücken weh. Kommt von den Flügeln. Geht euch das nicht auch so? Oh ja, vor allem nach langem Fliegen. Das ist eigentlich kein normaler Zustand für uns. Was soll das denn heißen? Bin ich krank, Liberiel? Nein, aber deine Rückenmuskeln könnten ein wenig gestärkt werden. Das kannst du bestimmt auch machen. Kannst du auch machen? Das machen. Nun gut. Wenn du möchtest, schauen wir uns deine Eltern gerne an. Wir sind immerhin hier, um zu helfen. Was ist mit den Lanzen da unten?
Lanzen? Auf dem Wagen. Ich deute mal dahin. Die sind ja schon vor ein paar, das ist ja schon was her, dass sie da getradet wurden. Okay. Die hatten einen Wagen voller langer Speere, Lanzen. Aha. Was sind Engelswaffen? Der Raguelliten. Was ist das denn jetzt schon wieder? Der Engelsorden, der früher hier beheimatet war. Das sind die Raguelliten. Du warst bestimmt mal einer. Aber weil der Himmel gefallen ist und du noch zu jung warst, kannst du dich nicht erinnern. Und deswegen denkst du auch, dass du wie die Menschen geboren bist, die mit dir aufgewachsen sind. Aha. Weil eigentlich, also ich bin aufgewacht in einem dunklen Raum. Und ich war ein bisschen kleiner als jetzt. Aber nicht so klein wie ein Säugling. Ich konnte mich schon bewegen. Ich konnte gehen. Ich war schon immer ein Engel. Ja, ich doch auch. Davon gehen wir aus. Der Verlust des Himmels war für viele unserer Brüder und Schwestern ein einschneidendes Erlebnis. Die meisten haben es nicht gut verkraftet. Mit dem Gedankenkanal kommt die Frage, sollten wir denn daran weiter diskutieren? Vielleicht sollten wir die anderen fragen unten. Wir nehmen die Einladung an, oder? Wer sind die drei Menschen, die dich begleitet haben? Wer die sind? Das sind Ärzte. Haben sie auch Namen? Emily, Oscar und Noah. Was war der erste? Emily. Gut, dann können wir sie jetzt ansprechen zur Begrüßung. Das ist schön. Mhm. Die kümmern sich um meine Mama und meinen Papa. Dann wollen wir die mal besuchen, oder? Ja, wenn Lyriel sie heilen kann, dann auf jeden Fall. Das kann ich erst sagen, wenn ich sie gesehen habe. Vielleicht sollten wir vorher darüber sprechen, da dieses, ich deute mal in die Richtung von dem Brandland, von dort kommen dort manchmal schreckliche Kreaturen und greifen euch an? Manchmal. Das ist die Traumsaat. Ja. Wie verteidigt ihr euch? Naja, die meisten verstecken sich und die kämpfen können, kämpfen. Aber ich kann am besten. Bin der Stärkste hier. Sehr gut. Sehr gut. Und meine Eltern haben ganz lange das Dorf verteidigt. Und Emily, Oscar und Noah. Das ist gut. Sind deine Eltern Engel? Und Zitaria schwappt über den Gedankenkanal, das frage ich mich auch, aber das ist unmöglich. Seine Mutter war in einer Schar, hat er gesagt. Das sagt sie zumindest, ja. Aber sie hat keine Flügel. Erinnerung an den Engel, der keine Flügel mehr hat, von dem wir gehört haben, mehrfach. Ich würde mal über den Gedankenkanal. Wir brauchen mehr Informationen. Irgendetwas stimmt hier ganz gewaltig nicht. Dann lass uns runtergehen. Daniel und ich sind wachsam. Ich auch. Das sollten wir alle sein. Bisher sagt er die Wahrheit, also zumindest aus seiner Sicht. Ich spüre keine Lüge bei ihm. Das ist gut. Eine Frage noch, Sverre. Als du in das Dorf geflogen bist, konnten wir beobachten, dass dich kleine Dinger begleitet haben. Waren das Vögel? Nein. Was war es dann?
Das sind meine fliegenden Augen. Deine fliegenden Augen? Mhm. Magst du das etwa genauer erklären? Diesen Begriff höre ich zum ersten Mal. Naja, ich kann sie ausschicken und über sie Dinge sehen, die weiter weg sind. Das ist ziemlich super. Wie machst du das? Wir haben so einen Kasten und der zeigt Bilder von den Dingen, die die fliegenden Augen sehen. Musst du uns unbedingt nachher mal zeigen. Ich bin sehr neugierig darauf. Gerne. Habt ihr noch mehr solche Sachen? Habt ihr vielleicht sogar eine Bibliothek? Können noch mehr bei euch lesen? Oder schreiben? Glaub nicht, nein. Okay. Gut, letzte Frage. Wo ist eure Kirche? Wir würden gerne unserem Vater danken, dass er uns auf dem letzten Stück der Reise so gut beschützt hat. Wir haben keine Kirche. Wo haltet ihr dann eure Andachten, eure Gottesdienste? Haben wir nicht. Ich bin... Muss man das machen? Nun, in der Regel sollte man es tun, ja. Es ist ein Gebot. Oh nein. Von wem? Von Gott, dem Vater, unserem Schöpfer, der uns auf die Erde geschickt hat. Ach so. Gerade wir als Engel sind ihm zu Dank verpflichtet für unsere Existenz. Wir sind seine ergebensten Diener. Das Schwert und Schild der Menschen, seine helfende und seine strafende Hand. Oh, ihr seid ganz schön ideal, glaube ich. Ich war nicht immer so brav zu meiner Mutter und zu meinem Papa. Ich werde dich Vaters Gebote lehren, damit du ein guter Engel bist. Wir müssen dir alles beibringen. Mhm. Die ganzen schönen Lieder, Gebete und Gebote. Und die Festigkeit. Aber wenn wir uns versammeln wollen, dann machen wir das da in dem großen Versammlungsraum. An dem, ja, dann können wir alle gemeinsam beten. Na, wenn das hilft? Ja. Natürlich hilft das. Das tut total gut. Ich würde gerne erstmal das Krankenhaus sehen. Ja. Na dann, kommt mit. Auf, auf. Ja, fliegt gar nicht so weit weg. Eine der weiteren Gebäude, die zu den Gebäudekomplexen hier rund um den Turm gehören, also auch einen von diesen Beton-Altbauten, landet auf dem Dach. Auch ein Flachdach. Und ja, läuft dann schnurstracks auf so eine eiserne Tür zu, die dann quietschend aufgemacht wird. Ja, ich folge ihm auf jeden Fall. Gebäude. Ist halt auch die Frage, ob das Gebäude es aushält, wenn da jetzt 5 Leute mit Flügeln reinrennen. Ob dann nicht einfach alles umgekippt wird. Nur so eine Überlegung. Du hast Liberiel dabei, die Chance ist sehr gut. Ja, die Gänge sind ziemlich eng. In der Tat. Eher so für Menschen gedacht wahrscheinlich. Mhm. Ihr könnt es vielleicht dem Sphäre gleich machen, denn der faltet seine Flügel so um sich rum, quasi so, als Mantel. Mhm. Und lässt die halt gar nicht so aufgespannt hinten.
Und ihr seht dann tatsächlich in weiß und grün gehaltene Gebäudetrakte irgendwie und Zimmer, in denen halt Leute auf Betten liegen, wie ihr das in Hospitalen auch sonst irgendwie für Lyriel zumindest auch schon mal bekannt ist. Über aber links nirgendwo ein Raphaelszeichen oder sonst irgendwie was. Mhm. Aber auch irgendwie, das ist schon vergleichbar. Was allerdings Lyriel sonst nicht kennt, sind, dass in allen möglichen Zimmern merkwürdige Geräte stehen. Große Kästen mit Lichtern, die blinken. Mhm. Schläuche, die zu den Leuten, die da liegen. Also nicht bei allen, aber bei einigen. Mhm. Die Leute grüßen, wenn die euch hier auf dem Flur begegnen, grüßen euch. Ja, ich auch immer guten Tag und dann irgendwann mal so, was sind das für Kisten? Keine Ahnung, ich bin kein Arzt. Das muss ich einen Arzt fragen. Du hast sowas noch nie gesehen? Doch, aber ich weiß nicht, was es ist. Nicht, die Frage geht über den gesamten Lyriel. Achso, okay. Du warst doch bestimmt schon in ganz vielen Heilerquartieren. Aber noch nie in solchen. Das ist wirklich erstaunlich. Die gucken mir halt alles möglichst genau an, während wir vorbeilaufen. Schläuche in die Mitte. Ja, geht ein paar Stockwerke nach unten, quasi schon dann vom Level her wahrscheinlich unter die Erde, also in ein Kellergeschoss. Mhm. Und dann irgendwie vor eine Schotttür, wo irgendwie jemand vorsteht. So ein bisschen, der hat auch so einen kleinen Tisch und einen Hocker, aber momentan steht er halt irgendwie. Als er euch irgendwie durch die Tür reinkommen sieht, ist er halt wahrscheinlich aufgestanden oder so, zumindest räuspert sich. Oh, Sverre! Wir wollten Mama und Papa besuchen gehen. Geht das? Ich glaube, ihr alle? Das wird ein bisschen eng da drin. Zumindest die da, die kann heilen, hat sie gesagt. Aha. Ja gut, ich denke, für die anderen ist da wirklich nicht genug Platz da. Wir müssen den Raum nicht betreten, um bei ihr zu sein. Nicht? Vielleicht könnte Daniel mit. Über den Kanal kommt, ich glaube, die Tür hält ihm nicht besonders stand. Lasst uns erst ein Bild machen. Lyriel, traust du es dir zu, alleine dort hineinzugehen? Ja. Gut, dann komm mit. Die Schotte wird aufgezogen. Es macht so ein leichtes so, als ob Luft irgendwo entweicht. Du schaust erstmal in so einen mit Plastik ausgekleideten Gang, wo Kittel und sowas an der Seite, also einer garderobenartigen Vorrichtung angehängt ist. Hinter euch schließt man das Schott wieder. Vor euch ist auch so ein anderes Schott. Der Sphäre geht ganz zu dem Kittel hin, setzt sich den Kittel über, setzt sich so eine Maske auf, setzt sich so was um die Haare, bindet die vorher zusammen, der hat so ein bisschen längere Haare, bindet sich die so ein bisschen noch zusammen. Zieht sich so komische Plastikschuhe an. Was machst du da? Man muss sich umziehen, bevor man da rein darf. Oh, na dann. Ja, ich versuche das ihm möglichst gleich zu tun. Ich fühle mich dabei total affig. Ja, für dich sind die Klamotten sogar ein bisschen zu groß wahrscheinlich. Ja. Sehe wahrscheinlich aus, als hätte ich Papas Kittel geklaut. Genau, ja. Wobei, ja gut, mit den Flügeln kann man das natürlich so ein bisschen... Naja.
Ja, und kommt dann in den nächsten Trakt rein. In der Tat, wenn ihr alle hier reingekommen wärt, also einmal wären gar nicht genug von diesen Kitteln da gewesen. Mhm. Und zweitens ist es hier wirklich relativ eng. Eigentlich gibt es nur einen Gang und zwei große Räume, also drei große Räume. Und in einem Raum rechts, in einem Raum links siehst du zwei Gestalten auf so halb hoch aufgerichteten Betten, die an unzählige Apparaturen angeschlossen sind. Mhm. Die sehen wirklich nicht mehr schön aus. Also die Haut eingefallen, teilweise die ganzen Gesichtszüge schon irgendwie also als wären sie unglaublich alt. Mhm. Altersflecken überall, Haare sind ausgefallen. Gebiss kann man schon nicht mehr wahrnehmen. Okay. Aber Flügel haben sie keine? Nein. Okay. Na gut, dann... Mama oder Papa? Mama. Ja, und Citariel von hinten Anweisung geben. Ich bin total gespannt. Also. Ich bin aber gerade, wenn ich so an Prag zurück... zurückdenke, wo dann die Verbindung so abgebrochen ist mit den Schocktüren jetzt dazwischen. Hier nicht. Abgebrochen? Nee? Okay, also auch nicht gedämpft oder so. Dann ist gut. Dann würde ich das natürlich entsprechen. Mama. Ja, dann geht ihr in den Raum, wo die weibliche Gestalt, nicht, dass man das jetzt noch großartig unterscheiden könnte bei den beiden, wohl drin. Ja? Hat sie noch Tätowierungen oder? Ja, die kann man noch erahnen, ja. Mhm. Ja, ich führe dann mal. Bei beiden. Bei beiden kann man Tätowierungen erkennen. Wenn du nachschaust, die sind tatsächlich deutlicher als die von Svere. Die sind eindeutig Raguels Tätowierung. Okay. Ja, musste ich quasi Handschuhe anziehen oder so? Genau, ja. Also quasi so ein Labor, alles. Deswegen frage ich. Ich würde die Hand ausstrecken, dann auf meine Hand gucken, so. Und erstmal versuchen, ob. Das sehende Auge dadurch geht. Durch die Handschuhe? Nee. Dann gucke ich so, also nein, aber anders kann ich nicht helfen. Und ziehe halt zumindest einen Handschuh aus. Und, Klappt ja durch Handauflegen, nicht wahr? Klappt ja durch Handauflegen, nicht wahr? Sollte. Ja, und dann würde ich halt erstmal das sehende Auge anwenden. Und Ja, also ähnliche Symptome wie bei Svere, nur im weit, weit fortgeschrittener. Mhm. Und diese Maschinen, an die hier angeschlossen sind, scheinen die Vitalfunktion am Laufen zu halten. Aber auch nur die. Wenn man die ausmacht, wahrscheinlich innerhalb von ein paar Minuten weg. Okay, also quasi keine Engels... Achso, wenn du danach schaust, klar, die haben Engels vom Skelett her Ansätze zu Flügeln hinten, die allerdings nicht da sind. Und so, ja, ist jetzt schwer, in dem kaputten Gewebe noch Reste zu erkennen, aber wenn dann, ich denke mal, das kann Lyriel, wirst du Narben erkennen auf dem Rücken. Okay. Aber ich meine jetzt so nicht wie bei ihm, dass quasi ihm die Engelskraft noch am Leben hält, sondern halt einfach wirklich das nur noch auch, diese Maschinen. Das auch, aber das wird nicht mehr ausreichen. Also. Okay, aber die Maschinen alleine würden wahrscheinlich auch nicht ausreichen. Nein. Genau, okay. Dann würde ich halt einerseits gucken, was diese Maschinen machen, weil mich das einfach mega interessiert, aber das ist jetzt wahrscheinlich halt dann medizinisch. Ja, ist die Frage halt auch, wie viel Lyriel davon versteht. Also medizinisch kannst du überhaupt nicht einordnen, was das macht. Okay, gut. Es sieht irgendwie aus, als würden die Farbe in so ein braun-schwarz-brackiges Zeug in die Venen pumpen. Okay. Das
würde ich erstmal so abspeichern und muss ich dann wahrscheinlich mit einem Arzt abklären. Ansonsten würde ich mir dann vor allem mal angucken, wie das aussieht mit diesen, die müssen ja dann quasi auch so Schwülste und sowas haben. Kann ich erkennen, ob da quasi auch schon, ich sag mal, was wegoperiert wurde? Also ist das auch ja, definitiv, sozusagen vernarbt? Ja. Okay. Mhm. Also ist im Endeffekt, ja, sieht man, dass halt diese Geschwüre immer wieder entfernt wurden und aber immer wieder gekommen sind. Und okay. Ja. Dann würde ich ja erstmal mich quasi wieder zurückziehen und deine Mama ist eine sehr starke Frau, dass sie in dem Zustand überhaupt noch lebt. Mhm. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie viel ich ihr helfen könnte. Es würde sehr, sehr lange dauern und sehr viel von meiner Kraft aufzehren. Aber können? Kannst du? Sei ehrlich. Ja, ich würde nochmal quasi in mich gehen, nochmal den Zerfall anschauen, der da halt so... Von Liberia kommt ein ganz deutliches Nein. Sie gehören zu Vater. Und ist dadurch, es schwingt auch ganz klar ein, das hier ist Ketzerei mit. Für sie ist der Topf dicht. Für sie ist die Sache gegessen. Die Apparate an den Menschen, Schläuche in die menschlichen Körper gesteckt. Und das spürt man auch durch den Kanal. Das ist nicht erlaubt, oder? Menschen sollten nicht durch Maschinen am Leben gehalten werden. Maschinen sind nicht erlaubt. Alles hier, die ganzen Geräte. Das ist Technik, das ist Ketzerei. Die Menschen hier, die hier an diesen Geräten angeschlossen sind, sind längst verloren an den Herren der Fliegen. Damit. Der arme Sverre. Wer weiß, was deine Augen sind, von denen er gesprochen hat. Wir haben ja keine Ahnung, sie kennen die Gebete gar nicht. Was es nicht besser warum? Macht. Nein, aber dann... Warum wurde das Wissen nicht erhalten? Ich meine, es ist doch erst 10 Jahre her. Haben sie das ganze Wissen einfach über Bord geworfen? Oder ins Brandland? Sie haben doch Münder, sie können reden, sie können Geschichten erzählen, sie können singen. Ohne den Ramiliten wüsste ich auch vieles nicht. Aber die Lehren unserer Kirche werden in jedem Himmel gelehrt. Und wenn seine Eltern Raguliten waren, sollten sie hier mindestens eine Kirche haben. Oder eine und Art. Und ihren Sohn was? Sohn, das ist so falsch! Was gelehrt haben? Also die Tradition gelehrt haben? Ich möchte etwas versuchen. Ja. Und ich würde mal versuchen, ob ich seine Mutter spüren kann oder erreichen kann, wenn es schon bei ihrem Sohn nicht geklappt hat, also Sohn nicht geklappt hat, ob ich seine Mutter oder seinen Vater erreichen kann. In der Tat nicht, nee. Kriege ich denn da auch so ein Rauschen wie bei ihm zurück oder ist da einfach nur tote Verbindung? Das ist genau dasselbe, genau derselbe Effekt wie bei ihm. Ich kann weder seine Eltern noch ihn spüren. Heißt das, dass sich Vater abgewandt hat von ihren Engelsseelen? Und deswegen keine Verbindung mehr bekommen kannst? Ich weiß es nicht. Vielleicht sind ihre Seelen auch schon längst dem Körper entwichen. Und die Menschen haben es nicht verstanden. Das wäre gut, ja. Ja, dann sind sie vielleicht längst gegangen und nur die Hülle noch hier. Ich würde einen ruhigeren Moment im Gedankengang abpassen und dann so versuchen, das so in meinen Hinterkopf quasi zu verdrängen. Was ich natürlich nicht kann, weil ich nicht zu den Orden gehöre, die das können. Und naja, würde jedenfalls
und schon sagen, vielleicht könnte ich ein bisschen ihres Leiden lindern, aber ich glaube nicht, dass ich sie wieder so hinbekomme, dass sie ohne diese Maschinen, also dass sie wieder selbstständig leben kann. Das ist okay, glaube ich. Also sie wissen um ihren Zustand. Woher weißt du das? Haben sie mir gesagt, dass sie das noch konnten. Okay, sie waren also ja nicht immer so, wie sie jetzt sind. Mhm. Was haben sie denn dazu gesagt? Sie haben gesagt, dass das schon so okay ist und dass sie damit den Leuten helfen. Und das haben sie eigentlich immer gemacht. Sie helfen den Leuten damit, dass sie hier an den Maschinen hängen? Mhm. Enge Raguels sind wahnsinnig geworden. Aber wie? Weiß nicht. Bin kein Arzt. Hab's mal versucht zu lernen, aber das ist, ich weiß nicht, ich kann nicht viel behalten und so. Ich bin eher gut im Jagen und im Fliegen und Sachen tragen, Dinge bauen. Ich kann guten Floß bauen. Das klingt interessant. Nicht jeder ist zum Arzt. Die Brücke über den kleinen Bach, die habe ich gebaut. Ich weiß gar nicht, haben wir die gesehen? Ist euch wahrscheinlich nicht grundarg gefallen, ja, aber da war eine kleine Brücke über den Bach, ja. Kein Punkt. Ja. Ich würde halt nochmal, also der Mutter quasi nochmal die Hand auflegen, halt, also wirklich, ich sag mal, das Schlimmste so ein bisschen lindern, dass man vielleicht auch ein bisschen sieht, dass sie was ruhiger da liegt, aber mehr kann ich halt nicht tun. Ne? Und, das sollte zumindest ein wenig helfen. Und dann würde ich halt rüber in den anderen Raum gehen, beim Vater das Gleiche machen. Ich nehme an, der Befund wird da ähnlich sein. Und ja. Also wenn jetzt, du hast jetzt ja schon 3 Exemplare davon vor Augen gehabt oder durchlaufen, durchflogen, das ist halt als ob der Körper halt total beschleunigt ist und irgendwie ein schneller altert. Immer alles läuft auf Hochtouren, sogar noch irgendwie 50% oder 100 mehr, als es soll. Und ja. Deswegen ist es wahrscheinlich dieser Zustand. Mehr kann ich für deine Eltern leider nicht tun. Bei dir wäre es dringender. Ja, ich habe mir schon gedacht, dass keiner ihnen helfen kann. Das tut mir leid. Wie gesagt, macht nichts. Naja, ein bisschen Hoffnung hatte ich schon. Kannst du einen aufwecken? Mit genügend Kraft kannst du bestimmt einen aufwecken, ja. Aber danach wärst du ziemlich ausgepumpt. Ja, dann gebe ich an Liberil zurück. Könnte ich, aber das würde die Behandlung von Sverre definitiv verzögern, weil es mich sehr viel Kraft kosten würde. Es kommt Interesse von Liberil. Wenn ich so ein bisschen wirklich, dass ihr Leben nicht viel bedeutet, also klar, Leben ist toll und sie findet auch Menschen interessant, gerade wegen ihren Emotionen und wegen dem Kochen vor allen Dingen und ihrer Begeisterung und ihrer Lieder. Aber jetzt gerade ist wirklich dieser analytisch neugierige
Zusammenhänge suchende Charakter von ihr im Vordergrund. So dass ihr, ja, dann verzögert sich die Behandlung, so, ja, pff, ist mir egal. Du willst antworten. Mhm, genau. Naja, dann gucke ich Sarah an, wahrscheinlich hat er auch so einen traurigen Hundeblick. Und ja. Also, ich könnte dir erst später helfen und das würde mich einiges an Kraft kosten, aber ich könnte dafür sorgen, dass du und, naja, wir auch, wir brauchen ja ein paar Antworten, mit einem von beiden nochmal sprechen könntest. Sag ihm, dass er sich verabschieden muss. Aber es wird das letzte Mal sein. Oh, ich habe schon mal so ein Gespräch geführt mit Mama und Papa. Ich weiß nicht, ob ich das nochmal machen will. Dann, das kann ich verstehen. Wäre es denn in Ordnung, wenn ich oder vielleicht noch jemand von uns das alleine tun, weil leider brauchen wir einiges an Antworten. Oder könnte uns Emily auch helfen? Zum Beispiel. Naja, wir brauchen Antworten dazu, was hier passiert ist, damit wir wissen, was zu tun ist. Wie was passiert ist? Naja, zum Beispiel, also mit dem Himmel der Raguliten und das Fegefeuer ist da drüber gelaufen. Ja, aber auch alles, was danach passiert ist. Danach haben wir uns gegen die Traumsaat verteidigt und alles wieder aufgebaut. Rakin aber dabei war, als das Fegefeuer kam. Warst du denn dabei, als das Fegefeuer kam? Ich kann mich nicht richtig dran erinnern, aber Mama sagt ja. Dann brauchen wir jemanden, der sich erinnern kann. Und es könnte uns helfen, wenn wir jemanden hätten, der sich erinnert. Emily kann sich bestimmt auch erinnern. Die war bestimmt nicht im Turm. Wir brauchen die Sicht eines Engels. Lass uns doch mal mit Emily reden. Ja, dann können wir ja erstmal mit Emily reden. Vielleicht hat sie genügend Informationen für uns. Mhm. Enttäuschung. Lass uns erst versuchen, Informationen aus anderer Quelle zu beziehen, bevor wir unsere Raphaelitin all ihre Kraft verschwenden lassen. Ja, komm zurück. Möchtest du noch bleiben? Ich gehe wieder zu den anderen. Ich bleib noch, wenn ich darf. Natürlich. Wie kommt ohne mich zurecht? Ich nehme es an, ansonsten wissen wir, wo wir dich finden können. Ich komme zum Versammlungsraum. Mhm. Gut. Ja, und dann würde ich halt zurückgehen. Und ich weiß gar nicht, geht diese Tür von alleine auf? Oder habe ich gesehen, wie die aufgeht? Ja, das ist relativ selbsterklärend. Im Rad drehen, Tür aufmachen. Okay. Zu machen. Mhm. Also das ist sehr intuitiv. Das wohl schon hinkriegen. Ja. Solche Art Türen gibt es halt auch in den Himmeln teilweise. Also. Okay. Mhm. Oder schön, dass du wieder in alten da Gebäuden. Ja. Schade, dass du sie nicht aufgeweckt hast. Ich wüsste gerne, was in Erinnerung übrig ist, ohne Seele. Es wäre bestimmt interessant, allein schon um zu sehen, ob die Seele wirklich fort ist oder nicht, weil Engelsmacht ist definitiv noch in diesen Körpern. Aber ich kann ihn auch verstehen, wenn er sich bereits verabschiedet hat.
Dann machen wir das einfach später ohne ihn. Wir wissen ja jetzt, wo wir hin müssen. Vielleicht sollten wir erstmal mit Emily sprechen. Ja. Ja. Und die Wache so, 5 Engel stehen schweigend im Flur, plötzlich dreht sich alle um und gehen. Ja, der guckt irgendwie, der macht auch ein ziemlich dummes Gesicht die ganze Zeit schon irgendwie. Weil keiner ihn zu beachten scheint und keiner mit ihm redet und so. Er hat auch ein bisschen Angst vor Daniel. So, er versucht immer so am anderen Ende des Raums zu stehen, wo Daniel steht. Eigentlich in dem Raum nicht so einfach. Ja. Dann verlassen wir mal deinem Gott mit dir an den armen Mann. wahrscheinlich das Krankenhaus, würde ich mal behaupten. Ja. Und fliegt dann zu dem Gemeinschaftsraum. Mhm. Zu der Halle. Ja. Ja, die, wie abgesprochen, die warten da, die drei. Ansonsten ist da auch niemand da. Soll ich wieder übersetzen, Cetariel? Ich hätte dich vor, Gespräch führst. Ich will es beobachten. Gut. Also zumindest Emily sprach ja auch Latein, ne? Der mitgekriegt schon. Ich würde mich tatsächlich erstmal zurückhalten, weil Cetariel ist bereits wir müssen hier bald eine fast schwerwiegende Entscheidung treffen. Modus. Und dementsprechend ja, würde sie erstmal Liberiel überlassen, das Gespräch. Sie hört ja trotzdem mit. Ja, sie schaut irgendwie ein bisschen fragend in eure Richtung und fragt dann, wo ist Zvere? Bei seinen Eltern. Ah. Habt ihr sie gesehen? Ja, und ich habe ungefähr 100 medizinische Fragen. Verständlich. Da wir jetzt euren Namen kennen, grüßen wir euch, Emily, Oscar und Noah. Cetariel und Michaelitin hat ja vorhin unsere Namen schon vorgestellt. Es ist schön zu sehen, dass die Gemeinschaft der Menschen hier eine starke Führung hat und noch einen Engel, der sie beschützt. Oh, wir führen nicht. Was ist da, wer ist dann die Führung des Dorfes, der Gemeinschaft? Gibt es noch einen Priester? Nein. Das ist traurig zu hören. Wir möchten gerne heute in den Abendstunden eine Andacht für die Gemeinschaft halten. Wir haben gehört, dass dies hier lange nicht mehr stattgefunden hat und es wäre uns eine Freude, Gottes Licht hierher zurückzubringen. Oh, ich denke, das wird bei fast niemandem hier auf Interesse stoßen. Warum nicht? Nun, Gottes Leben in den 10 Jahren bereits in Vergessenheit geraten. Ich denke, einige werden sich sicherlich noch daran erinnern, aber wir haben entschieden, dass wir das nicht brauchen. Möchtet ihr erläutern, wie ihr zu dieser Entscheidung kamt? Wer hat sie vorangetrieben? Ich denke, es war eine Gemeinschaftsentscheidung, so wie wir alles gemeinsam entscheiden hier. Wir haben Vor- und Nachteile abgewägt und wir haben auch die Leute, die ihren Glauben noch behalten wollten, nicht ausgegrenzt, aber auf kurz oder lang haben wir über die letzten 10 Jahre einfach eingesehen, dass es keinen Mehrwert hat. Und die Kirche hat auch keine Abgesandten hierher geschickt. Von daher dachten wir, wenn die Kirche uns keinen Mehrwert bringt und sie auch kein Interesse an uns hat, warum dann noch weitermachen?
verstehe durchaus eure Trauer darüber, die Verbindung verloren zu haben und dass ihr gezweifelt habt. Doch nun sind wir hier und wir hoffen, dass wir euch zurückbringen können, Vater wieder nahe bringen können. Über den Gedankenkanal kommt so ein die eine oder andere Art. Sie sind ganz sicherlich vom Herrn der Fliegen beeinflusst. Was sie erzählt, ist total wirr. Sagt, gibt es Menschen von außerhalb bei euch in der Gemeinschaft, die neue Ideen hierher gebracht haben? Ihr meint aus anderen Dörfern? Ja. Ja, natürlich. Stehen im regen Austausch und Handelsbeziehungen mit den anderen. Was bringen Sie dem Dorf? Handelsgüter? Das ist zumindest das Wichtigste. Wie bitte, Zitariel? Du warst gerade etwas leise in den Gedanken. Engelswaffen? Woraus genau bestehen diese Waren? Alles, was man sich so vorstellen kann, was wir halt zu den täglichen Bedarf brauchen. Auch Waffen? Um euch gegen die Traumsaat zu verteidigen? Waffen. Gibt es jemanden, der sich an den Ragolsturm erinnert und uns berichten kann, was sich dort zugetragen hat und wie seitdem sich das Land hier entwickelt hat? Also ich erinnere mich noch an den Ragolsturm, ja. War sogar mal da, als ich kleiner war. Hast du dort gelebt? Nein. Ja, dann haben wir eine Pilgerreise dorthin gemacht. Gibt es hier jemanden, der dort gelebt hat und uns erzählen kann, wie er von dort entkam, als das Fegefeuer kam und was seitdem geschehen ist? Diejenigen, die dort gelebt haben, sind Simon und Ludgar und die habt ihr ja anscheinend getroffen. Simon und Ludgar. Sinen. Ach, Siele. Sinen. Sinen. Ludgar. Klingt nicht sehr nach Engelsnamen, schwappt es über den Kanal. Wir hoffen, dass wir später einmal mit Ihnen sprechen können. Im Augenblick ist Ihre Verfassung zu schlecht. Ja, es dauert nicht mehr lange, bis sie sterben werden. Es wird ein schwarzer Tag für das ganze Dorf sein. Ich würde nochmal das achte Gebot aktivieren, um auch zu lauschen, dass er mir hier keine Lügen erzählt. Das ist eine Sie, ne? Emily. Genau, eine. Dass sie mir keine Lügen erzählt. Welche Art von Waffen bezieht ihr von euren Handelsbeziehungen? Irgendwas Besonderes? Alle, die wir kriegen können. Wir sind da nicht sehr wählerisch. Auch Kriegstechnik? Wenn wir das uns leisten können, schon. Wir haben nur noch einen Engel, der das Dorf verteidigt. Und das Brandland ist nah. Wir sind ja nun hier. Dafür bin ich dankbar. Auf die ein oder andere Weise. Warum leben die Körper von Sinen und Ludgar noch? Ihre Körper sind schwer beschädigt, wenn ich Lyriel richtig verstanden habe. Ihr solltet sie gehen lassen. Und ihre Seelen sind vielleicht schon. Können sie denn noch erwachen und für euch kämpfen? Nein. Aber sie können anders helfen. Inwiefern? Nun, unsere Ärzte haben herausgefunden, dass ihr Blut Heilungskräfte besitzt. Dabei sind sie doch gar keine Feinde. Wie funktioniert das? Wir forschen noch. Wir hoffen, dass sie noch so lange überleben,
bis wir herausgefunden haben, wie wir das künstlich herstellen können. Das ist nicht erlaubt, oder, Liberia? Weil Liberia, es unterstreicht nur das, was bei ihr aus der Kammer schon kam. Nämlich, nein. Sie wartet eigentlich nur noch darauf, dass Cetariel sagt, Daniel, walte deines Amtes im Grunde. Hier im Dorf waren viele Leute krank und sie haben geholfen mit ihrem Blut. Schon als sie noch laufen und gehen konnten. Das haben sie immer gemacht. Und es war ihr letzter Wunsch, dass sie das so lange machen, wie es geht. Ein sehr ehrenhafter letzter Wunsch. Sie waren ehrenhafte Menschen. Menschen. Engel. Sie sind Engel. Sie waren Engel, denke ich, ja. Aber sie wollten keine sein. Wieso will man kein Engel sein? Seiner Bestimmung kann man nicht entfliehen. Es ist unsere Aufgabe, Engel zu sein. Sie sahen mehr Wert darin, Mensch zu sein. Ein Grund mehr, dass wir noch einmal mit ihnen sprechen müssen, bevor sie zu Vater gehen. Wenn sie nicht schon gegangen sind. Wann habt ihr das letzte Mal mit ihr gesprochen? Oder ihnen? Letztes Jahr. So lange sind sie schon nicht mehr ansprechbar? Es geht rapide bergab. Ein Wunder. Ihr habt anfangs versucht zu helfen, kann das sein? Natürlich. Oder, ja, immer wieder. Es ist erstaunlich, dass, also, wenn ich jetzt mal so zurückdenke, wahrscheinlich waren die Operationsnamen, ich sag mal, sehr gering wahrscheinlich, ne, für das, was ich wahrscheinlich gewöhnt bin. Ja. Es ist erstaunlich, mit was für einer hohen Präzision ihr habt vorgehen können. Und wir hatten raphaelitische Ärzte hier. Oder haben sie noch? Also inzwischen würde man sie, glaube ich, nicht mehr als raphaelitische Ärzte bezeichnen, aber ja. Ach so, aus dem Orden einfach. Okay. Mhm. Ja, das erklärt einige Dinge. Ein Engel Raphaels oder Menschen, die dem Orden dienen? Menschen. Ärzte und Ärztinnen. Pfleger. Das ist gut, dass die Menschen die Hilfe hatten. Dieses Dorf war vor dem Sturz des Himmels bekannt für sein Krankenhaus, das ja immer noch existiert. Bitte erzählt doch von dem Tag, als das Fegefeuer über den Himmel und über Trondheim kam. Es war eine schlimme Zeit, an die ich mich nicht gerne zurückerinnere. Das Fegefeuer so nah zu spüren und die Hitze und Wärme und diese Ungewissheit, die Angriffe der Traumsaat, die Engel am Himmel sterben zu sehen im Kampf. Die brennende Stadt am Horizont zu ahnen, das war alles nicht schön. Und doch war das Gefühl, als es weiterzog und hinfort war, am Himmel, am Horizont verschwunden war, so dass man es nur noch im Weiten sehen konnte. Ein erlösender Gedanke. Wir haben die Apokalypse überstanden. Einige von uns sind losgezogen und wollten in die Stadt, aber sind nicht wiedergekehrt. Ist irgendjemand entkommen? Viele. Die meisten sind gestorben, kurz danach. Einige haben sich niedergelassen hier. Andere sind weitergezogen.
Konnte etwas aus dem Himmel gerettet werden von den Fliehenden? Aus dem Himmel? Waffen? Wissen? Artefakte? Heiligtümer? Ich glaube, Sinan und Ludger haben etwas mitgebracht, ja. Den Grundstock der Maschine, die Leute hier heilt. Wir würden es gerne sehen. Wir haben bei unserem Rundflug und bei unserem ersten Überflug der Stadt Waffen der Ragoeliten gesehen. Ja, wir sammeln Artefakte aus der Raguels-Stadt. In der Hoffnung, dass irgendetwas dabei ist, dass die Maschine, länger arbeiten lässt oder verbessert. Wir würden die Sachen gerne sehen. Ich denke, da ihr Engel seid, spricht nichts dagegen. Sinan und Ludger war es wichtig, dass nur ausgewählte Menschen die Maschine sehen können. Sie meinten immer, manches Wissen wäre nichts für uns. Das ist richtig. Daran haben wir uns bis heute gehalten. Daran habt ihr sehr gut getan. Es war weise und weitsichtig von euch. Sphäre und Noah hier sind die Maschine weiterentwickeln und bauen. Ich würde mal rüber in den Kanal fragen, wollen wir sie uns gleich zeigen lassen? Ich würde es vorziehen, mich erst mit euch zu beraten. Gibt es einen Ort, wo wir uns ausruhen können? Wir haben einen sehr langen Flug hinter uns von Roma Aeterna hierher und die letzten Strecken waren sehr von Wind gebeutelt. Wir können euch diese Halle gerne zur Verfügung stellen. Ich denke, alle anderen Zimmer sind nicht so angenehm für eure Flügel. Wenig Platz. Vielen Dank. Wir wären dankbar für ein bisschen frisches Wasser und vielleicht eine kleine Speise. Daran sollst du dir keinen Mangel haben. Schließlich seid ihr unsere Gäste. Und Gäste bewirtet man Ihr seid sogar besonders. Also. Wir sind froh, hier zu sein und jetzt helfen zu können. Der Krieg an den Grenzen des Glaubens ist sehr fordernd. Ich bin sehr froh, dass Roma Aeterna uns jetzt entschicken konnte. Jetzt antwortet der große Mann, der Oscar heißt, und meint, es gibt bestimmt Menschen hier, die das euer Ankommen als ein Zeichen sehen. Dann ist es umso wichtiger, dass wir heute Abend eine Andacht halten, um dieses Zeichen zu unterstreichen, dass Gott euch nicht vergessen hat und auch die Kirche euch nicht vergessen hat. Und sollte das machen. Nur, wie gesagt, erwartet nicht allzu viel Interesse. Und seid nicht enttäuscht, wenn nicht das ganze Dorf kommt. Das werden wir nicht sein. Mit der Zeit werden mehr kommen. Wir werden sehen. Ihr werdet sehen, genau. Wollen wir uns wirklich hier beraten, hier zurückziehen? Diese Menschen sind ganz offensichtlich von dem Herrn der Fliegen beeinflusst. In dem Moment, wo du das sagst, passiert Folgendes. Ihr werdet das ganze Gespräch über schon so eine Vulkanaura im Kanal gespürt haben. Und dann platzt es aus Daniel raus. Dieser Ort ist von
Gott verlassen. Engel, die keine Engel, sondern Menschen sein wollen. Maschinen, die Menschen am Leben halten. Das Engel. Auch das. Wir führen das Gespräch im Gedankenkanal oder nachdem die Menschen weg sind. Nein, im Gedankenkanal. Ja, oder das explodiert im Gedankenkanal. Ja. Okay. Dieses Fegefeuer, das den Raguelsturm vernichtet hat, ist kein anderer Beweis dafür, dass die Raguel-Eliten sich von Vater abgewandt haben. Das habe ich eben auch schon überlegt, ob das Fegefeuer für eine Strafe Gottes war. Nun ja, wenn die Raguel-Eliten wirklich in einer Maschine gearbeitet haben, die Engeln ihre göttlichen Kräfte entzieht, um sie auf Menschen zu übertragen, ist das kein Wunder. Was viel schlimmer ist, dass diese Maschine den Brand überlebt hat und jetzt hier ist. Das glaube ich nicht, dass das Ziel der Maschine der Raguel-Eliten war. Die Raguel-Eliten hatten von Vater eine sehr schwere Aufgabe übertragen bekommen, nämlich die Technik zu hüten und sich mit dem alten Wissen, der alten Welt zu befassen und es zu dokumentieren, sicher zu verwahren. Und dafür haben sie es zum Teil auch studiert. Vielleicht sind einige wenige auf Abwege geraten. Diese hätte Vater gestraft. Er straft doch nicht alle mit einem Schlag. So ist er nicht. Er ist freundlich und gütig. Und gerecht. So ein Exempel statuiert er nicht. Ja, aber so ein Exempel, das macht er nicht. Einen ganzen Orden dafür auslöschen. Wenn ich mir das so anhöre, die Raguel-Eliten, die Engel, die Menschen sein wollen, die Raguel-Eliten, die Maschinen bringen, um sich selbst auszehren zu lassen. Was haben Sie diesem armen Raguel-Eliten in den Kopf gesetzt? Wird Svere sich auch auszehren lassen, wenn sein Körper nicht mehr mitspielt? Was werden Sie mit uns machen wollen? Sie haben gesagt, dass sie darauf angewiesen sind. Und hier sind 5 gesunde Engel. Ich glaube nicht, dass sie uns als laufende Medizin betrachten. Das bin ich mir nicht sicher. Wer weiß, hier leben viele Menschen. Wer weiß, was in ihren Köpfen ist. Lass mich erst die Menschen wegschicken. Das ist ein zu schwieriges Gespräch, nebenher mit ihnen zu reden. Außerdem ist es komisch, wenn man sie so lange anstarrt und anschweigt. Wir können auch da in den Turm, da kommen keine Menschen rein. Der ist ideal für Engel. Ich denke, da ist noch kein Dach. Ich möchte nicht hier drin gefangen sein. Nicht, wo wir sie nicht sehen können. Nicht, wo wir wissen, dass sich die meisten von ihnen bereits von Vater abgewandt haben. Ganz bewusst. Ja, dann wende ich mich wieder den 3 Menschen zu. Bitte bereitet doch eine Kleinigkeit zu essen vor und gebt uns etwas Raum. Wir werden noch eine Runde um die Stadt fliegen, um ihre Ausmaße deutlich abschätzen zu können. Und werden in Richtung Brandland fliegen, um zu schauen, ob sich dort etwas regt, um sicher zu sein, dass wir in den nächsten Stunden nichts zu befürchten haben. Ihr seid gemutet. Ihr braucht nicht so still zu sein vor unserem Antlitz. Svere hat den Erkundungsflug heute schon gemacht. Ich denke, alles das, was er gesehen hat, also wenn er etwas gefunden hätte, dann wüssten wir davon. Davon gehe ich aus, doch ich weiß nicht, ob er schon Zeit hatte, wirklich Bericht zu erstatten. Schließlich sind wir kurz nach seiner Rückkehr hier ebenfalls angekommen. Wenn er was gefunden hätte, wüssten wir davon. Das ist gut. Dann können wir uns ungetrübt einen Eindruck von der Landschaft machen. Wir haben vorhin mit ihm nur einen sehr kurzen Überflug gemacht. Er hat uns die prägnantesten Stellen gezeigt. Wagt euch nicht zu nah an das Brandland, es ist gefährlich. Das wissen wir. Vielen Dank für eure warnenden Worte.
Ja, dann mich wieder anschicken, rauszugehen mit den anderen. Weil dann können wir endlich in Ruhe reden. Und tatsächlich steigt Liberiel diesmal recht zügig auf. Wir haben uns ja in so Pentagrammform oben auf jetzt dem ist es ernst. Liberiel fliegt freiwillig. Ja. Ja, wie gesagt, ich würde sagen, wir setzen uns oben quasi auf den Rand des Turms. Oder weil wir da von da oben halt alles sehen können. Lasst uns tatsächlich erst ein kleines Stück fliegen, sonst deuten Sie meine Worte gleich als Flunkerei. Hm, oder ja, Ablenkung. Gut. Dann drehen wir halt eine Schleife. Das ist mir auch egal. Ich habe ja schon alles gesagt, was ich sagen wollte. Hier sind wir nicht sicher. Und diese Menschen brauchen... Wie kann man sich denn dagegen entscheiden, nicht beten zu wollen? Wie kann man sich dagegen entscheiden, von Gott geliebt zu werden? Was soll dagegen gesprochen haben? Sie haben das für und wider abgewogen. Es gibt kein Wiedergott. Das ist Blasphemie. Wahrscheinlich waren sie sehr traurig, weil sie haben was Schlimmes miterlebt und Gott hat ihnen nicht geantwortet. Jedenfalls nicht so direkt, wie du mir antworten kannst. Ich glaube, dann ist man traurig. Ich weiß auch wirklich nicht, warum die Kirche nicht schon viel früher eine Schar hergeschickt hat. Also ja, es war Krieg, aber die Menschen hier so ganz alleine zu lassen für 10 Jahre nach so einer Katastrophe? Wir brauchen viel mehr Unterstützung hier. Lyriel, was denkst du? Lyriel hat sich angesteckt da unten. Definitiv. Nun, ich weiß nicht, ob es den richtigen Eindruck macht, wenn wir jetzt noch mehr Verstärkung anfordern und als Eroberer über das Dorf herfallen, um ihnen den Glauben wieder aufzuzwingen. Glauben kann man auch nicht aufzwingen, er muss von sich aus kommen. Wahrscheinlich ist es so, wie Inariel sagt, dass sie einfach traurig waren, dass sie nicht die direkten Antworten bekommen haben, die sie gerne haben wollten und sich deshalb nach und nach abgewandt haben und wir müssen einfach dafür sorgen, dass sie sich nach und nach unserem Vater wieder zuwenden. Wir können uns nicht erzwingen. Liebe kann man nicht erzwingen. Wir müssen ihr Vertrauen gewinnen und ihnen zeigen, dass es so auch gehen kann. Und dann müssen wir die gegen uns arbeiten, aussondern. Die nicht zurück in Vaters Schoß wollen und versuchen, die anderen zu beeinflussen und abzulenken, abzubringen von dem richtigen Weg. Die müssen fort. Naja, oder eben sie müssen überzeugt werden. Was ist ein Traumsatz zu tief? Was ist, wenn der Herr der Fliegen zu tief in ihnen sitzt? Das muss sich dann zeigen, aber was ist ein stärkeres Zeichen? Wenn du deinen Gegner fortschickst, um nicht gegen ihn zu kämpfen, oder wenn du ihn besiegst und überzeugst, auf deine Seite ziehst? Das wäre natürlich besser, da hast du schon recht. Wir werden es versuchen. Wenn wir ihnen zeigen, wie wir können das Dorf beschützen. Als Schar sind wir viel stärker als ein einzelner Engel. Obwohl ich glaube, dass Sverre das gut gemacht hat. Bestimmt. Vielleicht können wir ihn in die Schar integrieren und ihn lernen. Vielleicht kann er dann Einfluss auf die Menschen nehmen. Schließlich kennen sie ihn schon. Seine Zeit hier ist um. Das ist richtig. Vielleicht sollten wir dazu Vater noch einmal fragen. Ich denke, dass Vater uns hierher geschickt hat, weil seine Zeit um ist. Wir sind seine Ablösung.
Er kann endlich Ruhe finden. Aber was mir viel größere Sorge macht, ist, dass ich weder ihn noch seine Partner, seine Brüder und Schwestern spüren konnte. Was mir Sorgen macht, ist, dass dieses Dorf von zwei Engeln beeinflusst wurde, die sich die Flügel abgeschnitten haben und behauptet haben, sie seien Menschen. Ihr wisst, dass das nicht die einzigen sind, oder? Die Kirche hat einen Ketzerprozess gegen einen gehalten. Richtig. Warum? Und der läuft noch rum. So oder so werden wir nicht darum kommen, Roma Eterna über diesen Ort zu informieren. Nein, ich werde heute Abend direkt einen Bericht dorthin bringen. Also hinsenden. Lyriel, dein gutes Herz in aller Ehren, aber ich fürchte, wir werden um eine Art Säuberung nicht herumkommen. Du hast gesehen, wie die Menschen hier mit Ketzerei umgehen. Es ist bereits zu tief Teil ihres Alltags. Ja, aber sie tun es doch aus gutem Willen heraus. Sie wollen... Technik hat nie einen guten Willen, ein gutes Wirken. Wegen Technik ist die Welt erst untergegangen. Wegen Technik hat Gott alles neu geschaffen, alles neu geordnet. Aber du siehst doch, dass niemand hier ist, um sie das zu lehren. Sie nehmen diese Technik und sie versuchen doch nur den Menschen damit zu helfen, sie zu heilen. Nun, aber sie haben sich dafür von Vater ab. Sie haben sich von Vater abgewandt und nutzen die Technik, um hier zu bleiben. Sie verlängern unnatürlich Leben. Wenn diese Menschen leben sollten, dann hätte Vater schon früher einen Raphaeliten hier hingebracht. Aber wir haben raphaelitische Ärzte, die die Nutzung von ketzerischem Werkzeug billigen. Und sie wissen, dass es ketzerische Technik ist. Wahrscheinlich würde Lyriel das auch machen, wenn sie wüsste, wie es funktioniert. Ich habe gerade schon die ganze Zeit überlegt, theoretisch müsste Lyriel im Gedanken gerade die ganze Zeit so Katzenbabys, 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 damit ihr nicht über den Gedankenkanal so hört, so das ist doch gut, was die machen. Ich will das auch können. Menschen helfen. Oh Mann. Wahrscheinlich ist der Einfluss des Herrn der Fliegen hier so stark, dass sie sehr schnell korrumpiert werden und sich der Technik öffnen und sich damit von Gott abwenden. Müssen wir auch wirklich aufpassen. Und es ist klar, dass sie das Symbol so verunschandelt haben. Sie haben sich wirklich abgewandt. Vollem Bewusstsein. Das ist wirklich beängstigend. Ja. Was mir aber hey macht, das wäre, wenn du sagst, spürst, dass alles, was er gesagt hat, wahr ist, dann ist er wahrscheinlich der größte Frevel, der hier in diesem Dorf existiert im Moment. Er glaubt zumindest, dass es wahr ist. Eben. Was es nicht besser macht. Er ist ohne Führung scheinbar hierher gekommen. Beziehungsweise die korrumpierten Engel, die er für seine Eltern hält, haben ihn infiziert. Und was immer sie mit ihm gemacht haben, verhindert, dass ich ihn erreichen kann. Es wäre so viel einfacher, ihm verständlich zu machen, was er ist und was seine Aufgabe ist, wenn ich ihn erreichen könnte. Aber nicht einmal seine Tätowierungen sind richtig. Sie erinnern nur grob an die Signum-Tätowierungen der Raguiliten. Er war ja auch nie in einem Orden, oder? Nein. Scheinbar nicht, nein. Ist irgendwie ein halber Mensch. Wir müssen Roma Eterna informieren. Soll ich das sofort tun? Ja. Oder wollen wir erst
nochmal versuchen, die Engel aufzuwecken. Nun, so wie ich die Mühe in Roma Eterna kenne, wird es ein bisschen dauern, bis wir eine Antwort erhalten. Das ist wahr. Und während wir auf diese Antwort warten, werden wir uns diese Maschine ansehen. Denn wenn sie es ist, was unsere Brüder und Schwestern aussaugt, dann müssen wir sie vernichten. Ja. Dann lasst uns landen. Ich bin eh erschöpft. Sag Roma Eterna, dass dieses Dorf noch Hoffnung hat, dass es noch Menschen gibt, die an Gott, unseren Vater, glauben, dass es Kinder gibt, die vielleicht noch jung genug sind, um sie von dem Einfluss zu reinigen. Sag ihnen, ich würde eine kontrollierte Säuberung vorschlagen. Im härtesten Fall. Jawohl. Frag sie, was wir mit Zwerre machen sollen. Ja. Dies wird eine harte Prüfung werden für jeden von uns. Ich mag Menschen. Ich mag ihr Lachen. Ich mag es, wenn sie tanzen und wenn sie singen und wenn sie feiern. Und ich mag, wie sie kochen. Sie haben da so viel Einfallsreichtum. Aber das hier ist, das scheint mir so wieder natürlich, was sie tun. Und so falsch, wie sie von Vater sprechen. Das Wichtigste ist, dass niemand von uns ein Wort irgendwem gegenüber verliert, über das, was wir heute besprochen haben. Sie dürfen keinen Verdacht schöpfen. Ja. Ich verstehe die Sprache eh nicht so gut. Ja, dann irgendwo landen und dann gehe ich in meine Kathedrale der Gedanken und von dort aus in die Halle des Lichts. Ich hoffe, ich weiß dort einen Engel oder suche mir im Zweifelsfall die Tür von einem Engel, von dem ich weiß, dass der in Roma Eterna der Ansprechpartner ist. Während ich auf diese Tür zusteuere, halte ich links und rechts Ausschau nach den Türen mit den Namen von Pandariel und von dem Ramieliten von Citariels alter Schar. Ich habe ja da immer noch so eine offene Frage. Was passiert mit den Kathedralen von fortgegangenen Engeln? Die würde ich jetzt aber nicht ansteuern, aber Hauptsache, ich würde schon mal gucken, ob sie noch da sind. Oder ob sie irgendwie besonders aussehen. Frage ist halt, ob du weißt, wo man sie findet. Nee, weiß ich wahrscheinlich nicht. Deswegen, während ich durch die Halle des Lichts laufe, gucke ich mir die Namen an den Türen an oder über den Türen. Wirklich Zeit zu suchen habe ich jetzt auch nicht. Ich habe einen klaren Auftrag und ein klares Ziel. Ich denke, dann wirst du so auf die Schnelle wirst du die auch nicht finden. Ja. Gut. Ja, und dann da gegen die Tür klopfen. Dafür sind das einfach zu viele Namen. Ja, dann dort klopfen und mein Gespräch bitten. Mich vorstellen, zu welcher Schar ich gehöre, zu welcher Mission ich ausgeschickt bin. Und dass wir dann, ja, dass ich einen ersten Zwischenbericht abgeben muss, weil wir Befehle brauchen. Ja, man nimmt deinen Bericht entgegen. Hast du sonst noch irgendeine Anfragen oder? Ich möchte nur noch einen Zeitraum haben, wann ich in meiner Kathedrale sein sollte, um eine Antwort zu die neuen Befehle entgegenzunehmen. Weil wenn ich wach bin, dann höre ich wahrscheinlich schlechtes Klopfen in meiner Gedankenkathedrale, sondern damit ich dann abpeilen kann, dass ich dann auch da bin. Ja, Zeit ist ja hier so eine Sache. Aber ja. Zieh mir mal noch eine Karte, bitte. Und? Ob ich noch was anderes erwähne. Irgendwie passend, aber auch schon wieder nicht. Na. Das 14. Arcanum, die Traumsaat in umgedrehter Bedeutung, Mutation, Wettkampf, Ungleichgewicht und Groteskes.
Dann werde ich nur sagen, dass wir eine ältere Schar brauchen, da unsere Michaeliten mit dieser Situation jemanden an ihrer Seite braucht, mit mehr Erfahrung als führendes Vorbild. Man merkt, er wird merken, dass da was drinnen mitschwingt. Und damit das wahrscheinlich auch so ein bisschen klar ist, also es ist dieses Ungleichgewicht zwischen es sagen, eine Andeutung machen, was sagen und doch nichts sagen. Er merkt, also da ist mehr im Hintergrund. Wenn er nachfragt, werde ich sagen, die Einzelheiten werden im Bericht, im vollständigen Bericht, den ich in den nächsten Tagen hier einreiche, deutlich werden. Vielleicht brauchen wir eine Ablösung irgendwann. Der Ort darf auf jeden Fall nicht mehr alleine bleiben. Ganz Raguels Land nicht. Ja, mit diesem letzten Fetzen an Berichtspapier beenden wir für heute, wenn ich auf die Uhr gucke, den Stream. Und schauen dann mal, wie sich die Engelsschar beim nächsten Mal entscheidet und was sie für Befehle bekommt. Und ja. Viel passiert heute. Vielen, vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Vielen Dank, dass ihr draußen zugeguckt habt. Es spitzt sich langsam alles zu auf ein Finale hin. Ja. Und in 2 Wochen, wenn alles klappt, geht's weiter. Genau. Ansonsten, wenn ihr nicht genug kriegen könnt vom Rollenspiel, über der Yamera ist die Adresse vom Nordpol eingeblendet. Da könnt ihr euch mal umschauen. Da gibt es mannigfaltiges an Rollenspiel zu entdecken. Jeden Tag irgendwie was anderes. Zum Beispiel auch auf dem Kanal von Katze und Wolf. Wann gibt es da das nächste Mal was zu entdecken? Da wird es jetzt zum 31. oder zum 1. August wird es das nächste was kommt bei uns auf dem Video geben, auf dem Kanal geben, also den Rückblick auf den Juli und den Ausblick auf den August. Und spieltechnisch an Runden wird es am Dienstag, also am 4. August wieder Werwolf, unsere St. Petersburg-Runde geben, allerdings dann ohne Flintenoper. Auch da müssen wir gerade Berichte abgeben und... Aber ihr lebt noch, das ist schon mal ganz gut. Wir leben noch, ja, tatsächlich. Zu meiner großen Überraschung lebt vor allen Dingen mein Charakter noch. Stattdessen hat es fast den von Azrael, also unseren Blüten im Fell, zerlegt. Aber auch der hat es geschafft. Wir haben aber die Litanei in der Stadt gebrochen. Wir sind also als Krinos und Hispo-Wölfe da in Kampf gegangen. Das war nicht so richtig klug. Das müssen wir erstmal noch beichten. Genau. Und am 7. August geht dann bei mir, also leite ich mein 7. Seeabenteuer, die Burg, weiter. Da, wo ich mich auch schon sehr drauf freue, dass es weitergeht. Dann schaut vorbei auf dem Kanal von Katze und Wolf. Ich muss gerade mal schauen, ob ich das... Ja, das ist der richtige Link. Da findet ihr nicht nur Yamera, sondern auch den Hotney. Und genau, das ist so der Anlaufpunkt für Werwolf und Siebte See. Zumindest jetzt gerade. Ja, und auf dem Kanal findet ihr auch außerdem im historischen irgendwo in den Playlists findet man jede Menge anderes Zeug. Arcane Codex und Wechselbalg unter anderem. Ja, genau. Wechselbalg läuft ja auch noch. Genau, aber das pausiert gerade. Da spielen wir erst Mitte August weiter. Sommerferien. Brauchen die Wechselbälger auch mal. Genau. Ja, Loki's Vibe hat, glaube ich, immer noch keinen Kanal, für den ich Werbung machen könnte. Und der D-Rex hat zwar einen Kanal, aber der ist momentan ein bisschen noch brachliegend. Vielleicht kommt da irgendwann mal was, oder? Ja, wenn das Real Life es wieder zulässt, dann kommt da auch wieder was. Da sind auch schon Pläne gemacht. Mich sieht man allerdings genau wie die Loki am 30. Juli auf dem Kanal von Kagrim wieder. Da spielen wir die schwarze Katze und wir sind endlich auch in
Torwahl angekommen und versuchen gerade, ein Werwolf-Artefakt wieder zu beschaffen, um den Frieden zwischen Katzen und Wölfen wiederherzustellen. Katzen und Wölfe überall. Ja, also guckt da vorbei auf dem YouTube-Kanal von Kargrim, so heißt er. Auf YouTube kann man, glaube ich, aber auch finden, wenn man nach Die schwarze Katze Deutsch sucht, müsste man auf YouTube eigentlich nur seinen Kanal finden. Sind nicht so viele. Ja, ich glaube, es gibt, glaube ich, noch von Ulysses einen Let's Play, glaube ich, irgendwo, wenn ich mich nicht irre, aber ja. Der Kargrim ist da der Vorreiter mit der schwarzen Katze. Ist es auffällig genug, dass Jens Ulrich, der Schöpfer von Die schwarze Katze, uns gefunden hat? Ja, seht ihr. Und ja, und Feder hat auch einen eigenen Kanal auf YouTube. Und wann gibt's da das nächste Mal was zu sehen? Ja, bei meiner Wechselbeikrunde ist ja immer die Terminfindung ein bisschen schwierig, weil alle Spieler sehr beschäftigt sind, sowohl IT als auch OT. Wir haben noch keinen neuen Termin. Wir suchen. Ja, wir arbeiten an einem eventuell regelmäßigen Termin, aber das dauert noch. Wenn es das nächste Mal weitergeht, erfahrt ihr es auf dem Nerdpol. Vielleicht vergesse ich auch dieses Mal nicht, darüber zu twittern. Also, dass ich twitter mit meinem Account vielleicht. Ich werde mich dran gewöhnen, hoffentlich irgendwann. Feder ist noch Twitter-Neuling. Ja, ganz schlimm, diese neue Technik. Alles Ketzerei. ja. Ja, aber wenn es das nächste Mal weitergeht, dann hoffentlich wieder zu dritt. Das letzte Mal waren wir zu viert. Das letzte Mal waren wir nur zu dritt. Und ja. Dann bewegen wir uns weiter in Richtung wir bekämpfen Albträume! Jawohl. Genau. Ja, und auf diesem Kanal geht's am Sonntag weiter mit einer Runde Vampire the Masquerade in der 5. Edition. Genau. Und für die Patreons gibt's nachher im Anschluss an diesen Stream auch noch einen kleinen Aftershow-Talk, so 10 bis 30 Minuten kurz was über diese Folge reden. Ich denke, es gibt genug Material, worüber wir reden können. Gedanken und Ausblicke und Rückblicke. Ja, immer ganz interessant. Wenn euch das interessiert, dann schaut auf der Patreon-Seite mal vorbei. Und wenn ihr Lust und Geld überhaupt, dann unterstützt uns doch da. Und dann könnt ihr auch dabei sein. Genau. Jo. Ansonsten sehen wir uns in dieser Konstellation in 2 Wochen wieder, wenn alles klappt. Bleibt gesund da draußen und beachtet auf eure Lieben und auf euch. Und bis zum nächsten Mal.